So, dann fangen wir an. Sie haben jetzt lange genug gewartet. Wer jetzt kommt, der kommt etwas zu spät. Aber ja, wir wollen heute eine interessante Präsentation unserer interessanten Publikation heute besprechen hier. Hallo und herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Es freut mich sehr, dass Sie heute zu diesem ja doch irgendwie sehr abstrakten Thema, vielleicht Narrative ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber doch so zahlreich erschienen sind. Und wie der Name schon sagt, Perspectives, wir wollen aus unterschiedlichen Blickwinkeln ein bestimmtes Thema diskutieren, aus verschiedenen Perspektiven heraus. Deswegen haben wir heute auch drei wunderbare Gäste aus der Region, was mich sehr freut und die ich gleich auch vorstellen werde. Jetzt erstmal ein paar einleitende Worte, warum wir uns überhaupt mit diesem Thema befassen oder befasst haben. Angesichts der großen Konfliktherde weltweit fällt ja leider unsere Region, sage ich jetzt einmal, ich bin die Leiterin des Heinrich-Böll-Büros in Sarajevo und wir decken neben Bosnien und Herzegowina auch Albanien und Mazedonien ab, fällt diese Region ja doch leider immer ein wenig aus dem Aufmerksamkeitsradius heraus. Insbesondere in jüngster Zeit, aber wenn wir die letzten 2 Jahre einmal nehmen, macht die Region dann doch wieder eigene Schlagzeilen, leider eben auch immer wieder Negativschlagzeilen. Vor allem, und das besprechen wir gleich nochmal im Detail, immer auch, wenn es um Schuldsprüche vor dem ICTY, also vor dem Jugoslawien-Tribunal in Den Haag ging, ging es immer wieder auch um die Glorifizierung von Kriegsverbrechen und Kriegsverbrechern. Es ging um die Leugnung begangener Taten, auch, muss man sagen, die Leugnung des sehr gut dokumentierten Genozids in Srebrenica. Da ging es immer wieder um seltsame Heldenverehrungen und es ging immer wieder um eine Dichotomie, wir gegen die da, wir gegen die anderen. Bedrohungsszenarien werden und wurden kreiert, die angeblich dazu führen, dass die eigene Gruppe, die eigene Ethnie, fast so eben die Version der Politik, vor der Auslöschung steht. Und so geht es immer wieder auch um ein großes Thema, nämlich Angst, die geschürt wird, die die Menschen seit 23 Jahren in der Region in einer Art Ausnahmezustand hält. Um eines geht es fast gar nicht, das sehen wir auch gerade im Moment am aktuellen Wahlkampf in Bosnien und Herzegowina, um die Lösung der drängenden ökonomischen, ökologischen und sozialen Probleme, sodass evident wird, dass all diese Narrative, von denen ich vorhin sprach und die wir gleich noch diskutieren werden, auch eine Art Ablenkungsmanöver sind von dem, was Politik eigentlich sollte, nämlich Wohlfahrt für alle bringen. Davon, und das müssen wir leider auch konstatieren, sind die WB6-Länder, wie das so schön im Europa-EU-Sprech heißt, also Westbalkan-6-Länder, leider allesamt nicht gut da. Ja, dabei ist nicht alles düster. Ich möchte ganz gerne auch mit einer positiven Sache heute einsteigen. Ein paar erhellende Momente. Einige Entwicklungen, die sich tatsächlich positiver darstellen als letztes Jahr, ist zum Beispiel das Beispiel Mazedonien, wo versucht wird, die Beilegung des Namensstreites mit Griechenland zu bewerkstelligen. Premier Saif ist tatsächlich gewillt, da Prozesse in Gang zu setzen und auch dieser Namenskompromiss hat in gewisser Weise heute mit unserem Thema hier zu tun. Es ist nämlich ein Abgehen von diesen exklusiven Narrativen, die bis dato sowohl in Griechenland als auch in Mazedonien eine Rolle spielten. Also diese 100% exklusive Positionen wurden aufgegeben. Und es gibt den politischen Willen zur Demokratisierung, zur Beschreitung des EU-Pfades. Und wir werden sehen, was daraus wird. Es wird ja noch ein Referendum dazu geben. Demgegenüber sehen wir in Bosnien politische Eliten, die leider nach wie vor an destruktiven Politikansätzen festhalten. Es gibt derzeit eine klare Tendenz zur Radikalisierung, insbesondere im laufenden Wahlkampf. Und was man natürlich erklären kann, ja, es geht um die Mobilisierung der Wähler über eine Reihe von Leitmotiven, die allesamt das ethnisch-nationalistische Element in den Vordergrund rücken. In diesem Kontext wird auch Kroatiens Politik relevant. Jüngst erst feierte Präsidentin Grabar-Kitarovic und zusammen mit Dragan Čović zusammen 25 Jahre Herzeg Bosna, also den kriminellen Parastaat der 90er Jahre, auch ein Narrativ, auf das wir gleich eingehen wollen.
Und es gibt auch andere Entwicklungen, die Anlass zur Sorge geben. Das sind zum Beispiel die laufenden Gespräche, die in den Diskurs eingeführt wurden, zum Thema Gebietskorrekturen zwischen Kosovo und Serbien. Das wäre, so sehen es viele Analysten, so sehe ich es auch, Pandoras Büchse für die gesamte Region. Ja, bevor wir uns heute sozusagen auf diese Metaebenen begeben und durchleuchten, welche Narrative im Umlauf sind, würde ich ganz gerne noch mal kurz eine Definition geben, was denn eigentlich Narrative sind, damit wir auch alle wissen, worum es heute geht. Also das Narrativ ist eine sinnstiftende Erzählung, eine Art Leitmotiv, das Einfluss hat auf die Art, wie die Umwelt wahrgenommen und interpretiert wird. Das ist ganz wichtig, wenn wir nachher sprechen und auch diskutieren. Es geht also vor allen Dingen um Wahrnehmungen. Transportiert werden Ideen, Werte und vor allen Dingen Emotionen, und das ist auch gewünscht. Wir sehen das gerade auch an den Debatten hier in Deutschland, wo gewisse Kräfte eben Stimmung und sehr stark auch Antistimmungen kreieren. Ja, und wir müssen noch festhalten, mitunter haben Narrative leider mit den Fakten manchmal, mit historischen Fakten, mit anderen Fakten nicht sehr viel zu tun. Das alles ist das, worum es heute hier geht. Also Sie sehen eine ganze Bandbreite. Wir wollen das Ganze nun beleuchten und dazu haben wir interessante Gäste eingeladen, die ich jetzt erst einmal vorstellen möchte. Das ist zu meiner Linken Georgia Knežević, Autorin, Publizistin. Herzlich willkommen. Und auch Feministin, so wie ich das gefunden habe. Es ist ja immer schwierig mit dieser Etikettierung, ob man sich nachher selber so sieht oder nicht. Es wird auf jeden Fall über sie geschrieben. Was uns auch in gewisser Weise freuen würde, weil die Heinrich-Böll-Stiftung auch zu Themen von Gender Empowerment weltweit arbeitet, in mehr als 60 Ländern. Und insofern sind wir auch immer bemüht, sozusagen diese Stimmung hier einzuholen, diese Stimmen hier einzuholen. Und es ist tatsächlich ja so, dass Frauenstimmen, feministische Stimmen, wie auch immer, auf dem Balkan im politischen Diskurs immer noch stark unterrepräsentiert sind. Und umso wichtiger ist es auch, dass Sie heute da sind und dass Sie hier mit uns diskutieren können. Herzlich willkommen, dobrodošli. Ja. Ganz außen dann Herr Professor Sarije Sezović, der ja zwei Abschlüsse hat. Politologe, auch Jurist, der auch am Criminal Court in Sarajevo gearbeitet hat, ehemaliger Strafrichter und 15 Jahre auch mit internationalen Organisationen in Bosnien gearbeitet hat, Autor mehrerer Bücher, insbesondere zu den Themen Transitional Justice, Umgang mit der Vergangenheit, also Facing the Past, wobei es immer auch um die Frage geht, sozusagen, was machen wir mit der Vergangenheit und wie sieht dann eben die Zukunftsgestaltung aus, etwas, was uns ja auch als Stiftung antreibt. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind, auch wenn es sehr heiß ist. Herzlich willkommen, dobrodošli. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Last but not least, Hanna Čudak, Politologin, Autorin, Bloggerin, die auch ein Parlamentsstipendium in Berlin hatte im Frühjahr dieses Jahres und daher auch sehr gut sozusagen beide Ansätze von Politik kennt, zu Hause in Bosnien, aber auch eben hier ein bisschen dadurch in Deutschland beleuchten kann. Und es freut mich eben, dass wir damit auch ein wenig die jüngere Generation hier zu Wort kommen lassen können. Herzlich willkommen, Hanna. Danke, dass du da bist. Ich habe ihn ja gerade schon angesprochen, den laufenden bosnischen Wahlkampf, der, wie viele Kommentatoren sagen, sehr schmutzig ist, sehr radikal ist und eigentlich auch länger anhält als schon ein Jahr. Im Grunde genommen sind diese Parteien allesamt irgendwie im Wahlkampfmodus seit mindestens anderthalb Jahren. Solange wird auch Politik blockiert. Und mich würde mal interessieren, Sarije, welches Narrativ dieses Wahlkampfs empfinden Sie als sozusagen das Prägendste? Was ist für Sie sozusagen das Bedeutendste im Moment im Wahlkampf? Können mich die Übersetzer, die Dolmetscher hören? Ja, sie hören mich gut. Guten Abend. Ja, es freut mich sehr, dass mich Marion eingeladen hat. Ich bin auch Feminist, obwohl ich mal ein Mann bin. Aber das eine schließt das andere eben nicht aus. Ich würde vielleicht meine Biografie ein bisschen ergänzen, ohne jetzt besonders unbescheiden zu wirken. Ich habe 15 Bücher geschrieben und bin Mitglied der akademischen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina, die im Grunde genommen nur 10 Menschen zählt. Alle anderen sind einfach sehr stark politisiert. Es gibt vielleicht 10, eine Handvoll
voll Intellektuelle in Bosnien-Herzegowina und ich kann tatsächlich behaupten, dass ich auch selber dazu zähle. Es gibt gleich noch ein paar jüngere Kollegen. Alle anderen sind im Grunde genommen Teil dieses Narrativs, von dem Marion gesprochen hat. Ja, diese Narrative haben 1990 begonnen und die halten immer noch an. Und die werden auch heute nicht zu Ende kommen und die werden auch morgen übermorgen nicht zu Ende kommen. Wir haben im Grunde genommen wirklich jetzt eine sehr, sehr starke Wahlkampagne und zwar noch viel früher, als dies normal wäre. Weil normalerweise sollte eine echte Wahlkampagne erst einen Monat vor dem Wahltermin beginnen. Worum geht es im Grunde genommen? Geht es hier um die Mobilisierung der ethnischen, der nationalen Reihen? Es geht darum, wirklich zusammenzuhalten, ethnisch zusammenzuhalten. Weil die Narrative sind so, wenn wir nicht zusammenhalten, wird man uns vernichten, wird man uns auslöschen. Das ist quasi diese Erzählung. Wir haben eine ethnonationale Matrix, die Bosnien-Herzegowina in den 90er Jahren völlig zerstört hat, nicht nur Bosnien-Herzegowina, sondern auch den gesamten Balkan. Bosnien-Herzegowina ist ein sehr atypischer Staat, in dem es eben keine nationale Mehrheit gegeben hat, wie in Kroatien oder in Serbien. Und leider, diese ethnonationalen oder diese ethnoklerikal-nationalen Optionen gibt es auch heute. Und zwar in derselben Intensität wie im Krieg. Und sie zerstören alles Multikulturelle, alles Multinationale und alles Multiethnische in Bosnien-Herzegowina. Und das ist das, was quasi systemisch nicht in Ordnung ist in Bosnien-Herzegowina. Was die Wahlkampagne angeht, den Wahlkampf, man benutzt im Grunde genommen dieselben Narrative und dieselben Motive und dieselben öffentlichen Diskurse, die es auch vorher gegeben hat. Wie lauten sie? Also das heißt im Grunde genommen, die Parole lautet Einigkeit. In der Einigkeit liegt die Kraft. In der Einigkeit liegt die Macht. Und wir haben in Bosnien-Herzegowina keine klassischen politischen Parteien, die man zum Beispiel in der politikwissenschaftlichen Theorie kennt. Also politische Parteien, die man als Interessengruppen bezeichnen könnte, sondern das sind politische Bewegungen. Wenn Sie Bosnier und Herzegowiner sind, Sie müssen gar nicht ein Programm kennen oder die politische Orientierung einer Partei kennen, sondern Sie müssen im Grunde genommen sich nur umschauen und gucken, beziehungsweise auf die Geburtsurkunde gucken und wenn Sie quasi einen bestimmten Namen sehen, dann wissen Sie, zu welcher ethnischen Gruppe Sie gehören, zu welcher Konfession Sie gehören und dann werden Sie im Grunde genommen ganz sofort wissen, wie sie wählen können und sollen. Können Sie sich ein Amerika vorstellen mit einer puerto-ricanischen, chinesischen, französischen und sonstigen Parteien? Natürlich würde das zu einem ewigen Krieg führen. Und in Bosnien-Herzegowina gibt es keinen Frieden. Es gab auch nie einen Frieden seit 1990. Es geht eigentlich um einen echten Frieden. Also, man versammelt sich also um diese ethnonationale Frage und um das ethnonationale Wirken, um die ethnonationale Existenz. Und das dient den politischen Eliten, ethnonationalen Eliten, an der Macht zu bleiben, sich an der Macht zu halten. Würde man die Verfassung Bosnien-Herzegowina anpassen, so wie das wie der Internationale Gerichtshof für Menschenrechte es eben verlangt hat, dann gäbe es diese Art von politischer Elite in Bosnien-Herzegowina nicht mehr. Das ist eigentlich auch keine echte Elite, sondern es geht einfach um Menschen, die eigentlich nicht verurteilt wurden, obwohl sie es eigentlich verdient hätten. Das weiß auch Frau Merkel, das weiß auch Herr Trump, das wissen alle. Alle verschließen einfach ihre Augen davor und tun so, als ob sie es nicht wüssten. Also, das sind Menschen, die einfach enorme Reichtümer angehäuft haben. Das sind Milliarden von Euro oder US-Dollar, wie Sie möchten. Und es geht darum, dass Sie im Grunde genommen diese ganz subtilen Gefühle der gewöhnlichen Menschen bedienen. Sie erschrecken sie. Sie versuchen sozusagen, ihnen Furcht einzuflößen. Und das ist wichtig, weil auch die Schuld, die Anerkennung der Schuld als eine kollektive Kategorie ist auch etwas, was Sie auch explizit so bemühen. Und diese ethnische Narrative und deren Bemühung ist eine Art Spin. Es geht darum, tatsächlich eben das Volk auf
eben eine falsche Fährte zu bringen. Also dem Volke klar zu machen, dass dessen Existenz gefährdet ist, wenn sie für eine bestimmte Partei nicht wählen. Und ich möchte jetzt quasi meine ersten Ausführungen damit abschließen, Folgendes zu sagen. Das, was man hört, zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina, und was man auch weltweit hört, ist nicht richtig, dass jemand verschwinden würde, wenn er für seine ethnische Gruppe nicht seine Stimme abgibt. Hier zum Beispiel, im Grunde genommen ist es bei uns so, wenn man die Mehrheit in einem territorialen Gebiet stellt, dann hat man eigentlich sofort gewonnen. Es wäre genauso, wenn Sie zum Beispiel in Bayern eine regionale Ethnopartei haben und wenn alle für diese Partei wählen, würden sie auch gewinnen. Und so haben wir dann auch bei uns, es ist kein echter Sieg im Grunde genommen. Also wenn Sie quasi die ethnische Mehrheit in einem Gebiet stellen, dann gewinnen Sie automatisch. Also insofern geht es ja nicht um einen klassischen politischen Kampf, um einen Wettbewerb, sondern es geht um den Kampf von der Zahlen. Es geht im Grunde genommen nur darum, dass diejenige gewinnt, der die Mehrheit stellt. Also die Zahlen gewinnen, die Zahlen siegen und nicht eine politische Orientierung. Und die Menschen wählen letzten Endes für dieselben Leute seit 1990. Und jede Reform, die die internationale Gemeinschaft angestoßen hat, jede Reform soll durchgeführt werden mit den Leuten, die man als Warlords bezeichnen kann. Das sind Antireformisten, die konkreten Leute, die immer noch das die politische Landschaft Bosnien-Herzegowinas prägen. Das sind Leute, denen Veränderungen nicht passen. Und warum sollten sie quasi in die Europäischen Union beitreten, wenn sie ganz komfortabel, bequem außerhalb der Europäischen Union leben können? Das heißt, das sind keine echten Reformisten. Sozusagen jetzt dieses Sari hat es ja gerade gesagt, also es gibt keinen Frieden in dem Sinne. Noch immer nicht 23 Jahre nach dem Krieg. Vielleicht, Dürter, könnten Sie das nochmal irgendwie erklären. Wie sieht sozusagen das in Kroatien aus? Immerhin jüngstes EU-Mitglied. Und warum spielen sozusagen diese Auseinandersetzungen der 90er in diesen Diskursen immer noch so eine große Rolle? Es ist natürlich nicht einfach, in ein paar Sätzen einfach zu sagen, warum das immer noch fortdauert. Aber vielleicht kann man das illustrierend mit den kürzlichen Ereignissen, also wie unsere Präsidentin Grabar Kitarović vor kurzem aufgetreten ist und gesagt hat, dass sie geträumt hat praktisch davon, dass sie verschiedene Joghurtsorten hätte kaufen können während des vorhergegangenen Regimes. Das ist natürlich eine Lüge an und für sich. Es gab verschiedene Sorten Joghurts auch früher. Aber die Erwartungshaltung nach Änderung, also die bezogen sich jetzt nicht auf ein Mehrparteiensystem. Wenn man diesen Gedanken weiterverfolgt, also diesen Traum, den sie damals gehabt hat im Rahmen des früheren Regimes, da ging es also um ein Joghurt-Thema und nicht um die Frage eines Multiparteiensystems, einer liberalen Demokratie und so weiter. Da haben wir beispielsweise also schon ein Problem, was die Erwartungshaltung angeht. Also was erwartet man eigentlich, nachdem es zum Zerfall Jugoslawiens gekommen ist? Was ist eigentlich passiert mit den Narrativen? Na, die gab es natürlich immer schon. Es gab immer herrschende Narrative, aber die haben sich einfach ein bisschen geändert. Also der wesentliche Narrativ, das war die Grundlage eigentlich für alles, was passiert, und das verzweigt sich sicherlich in unterschiedliche Bereiche, das ist die Aufteilung der Gesellschaft. Das heißt, wir sprechen in Kroatien, ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich in anderen Ländern ehemaligen Jugoslawiens ähnlich ist. Wir sprechen nicht von einer Gesellschaft, sondern am wenigsten spricht man über die Gesellschaft und über die Bürger der Gesellschaft, sondern man insistiert auf die Gemeinschaft. Also das besteht auf die Gemeinschaft. Das ist ja auch im Namen der regierenden Partei, also der
demokratischen Gemeinschaft. Es funktioniert natürlich als Partei, diese Partei, aber trotzdem ist es eine Gemeinschaft. Die Gemeinschaft bedeutet eben, dass es nicht Individuen sind, die sie bilden, sondern dass es eine Masse, das Volk und möglichst natürlich eine Ethnie. Dann gibt es keine Probleme, denn wenn wir mehrere Ethnien dort haben, dann werden die Kroaten und die Serben einander die Köpfe einschlagen und so weiter und so fort in der Reihenfolge oder wie sie das wollen. Es gibt natürlich unendlich viele Varianten für solche Konflikte. Also formell gesehen ist es so, dass unsere politische Regierung demokratisch natürlich gewählt ist. Das ist ganz klar. Es gab Wahlen und die haben zu einer Regierung geführt. Aber die Demokratie ist natürlich eine Ill-Democracy, also keine wirklich gesunde oder kein wirklich vollendeter Zustand einer Demokratie. Das ist natürlich die Grundlage für die Narrative, also die Gemeinschaft gegenüber einer Gesellschaft. Keine Individuen als Bürger, als politisch individuelle Bürger der Gesellschaft. Die Regierung, die in Kroatien, aber ich gehe davon aus, dass das in den anderen Ländern auch so ist, die Regierung, die an die Macht kommt, erzeugt ihre Narrative. Sie sind dominant, sie kreieren oder bilden eine bestimmte Meinung, die eigentlich alles umfasst. Oder zumindest sind sie dieser Ansicht. Und diese Regierung, diese Macht, also kreiert ihrerseits Interessengruppen, denn sie kann ja nicht nur für sich existieren. Aber neben der politischen Macht ist diese auch eng verknüpft mit dem wirtschaftlichen Segment, mit dem ökonomischen Segment. Das heißt, diese Macht hat eigentlich die Kuna, also die Währung, also die ist erzeugt worden von dieser Macht, also die Leute, die letztendlich auch das Vermögen übernommen haben, haben die eine Privatisierung umgesetzt und sie sind weiterhin auch die Tycoons, also sind natürlich miteinander verbunden und diese Verbindung ist unlösbar. Das eine geht und das andere nicht. Und das bedeutet, dass wir auf dem ganzen Territorium noch nicht aus dem totalitären System rausgekommen sind. Wir schleppen das weiter mit uns rum. Wir nennen das aber Demokratie und tun so, als hätten wir ein Mehrparteiensystem. Und neben diesem System, das heißt neben Verbindung, also das ist vielleicht so gegenseitig eine völlige Verflechtung der politischen und der wirtschaftlichen Macht, haben wir daneben auch noch einen Faktor, der nicht ohne Bedeutung ist in Kroatien. Und das ist in einem Land von 4 Millionen Einwohnern 500.000 Kriegsveteranen. Das ist eine Zahl. Also wenn man beispielsweise Russland angreifen würde, könnte klappen. Also das ist nicht reell, aber es gibt ein solches Register und es ist natürlich eine Bürgermasse, die ihrerseits natürlich die Macht und die Regierung sehr stark unterstützt. Das sieht man überall auch auf der Straße im Rahmen von nicht sehr demokratischen Veranstaltungen, die auf der Straße durchgeführt werden. Und das werden wir nachher noch diskutieren. Das ist natürlich auch eine Art Abstimmungsmaschinerie, die natürlich immer wieder abstimmt für die Regierungspartei. Und daneben, also diese ganze Verflechtung ist auf der einen Seite zu sehen, in Kroatien besonders ist natürlich die katholische Kirche hier mit verflochten in diesen ganzen Strukturen. Die katholische Kirche also Kroatien ist wahrscheinlich das zweite oder das dritte Land, ich bin nicht ganz sicher, in Europa, das von Bruttoinlandsprodukt am meisten Hilfe, also wenn man das vergleicht mit Polen beispielsweise, also auf diese Art und Weise fließen da keine Gelder oder keine Zlotys in diese Richtung, also die der Unterstützung der Kirche. Das heißt, die katholische Kirche ist eine ideologische Unterstützung, die über fantastische Ressourcen verfügt und hat natürlich beste Voraussetzung, wo man eben auch die Wahlen gewinnen kann. Ein Segment, noch nicht ganz sich sozusagen untergeordnet hat, aber auf dem besten Wege dorthin ist, sind die Medien. Das Fernsehen ist schon seit langem der Macht untergeordnet und das ist kein Zufall, sondern das ist sehr gut auch beschrieben worden von einem politischen Leader der führenden Partei. Das Fernsehen
in Kroatien, also ich zitiere ihn, er nennt ihn also praktisch Kathedrale des Geistes. Und das ist also das geistige Klima, das dort hergestellt wird, erzeugt wird, in dem das Volk, die Nation idealisiert wird und eben nicht das Individuum, sondern die Ethnizität, die Zugehörigkeit zur Gruppe der Kroaten insbesondere und die anderen, wenn sie sein müssen, dann in die Nähe halt kommen dürfen. Aber das ist sozusagen dieses Umfeld. Es gibt dann eine ganze Reihe von Dingen, die man hier noch erwähnen könnte. Den Sport beispielsweise, also den muss ich auch erwähnen, zum Beispiel den Fußball. Ja, also es wäre falsch zu sagen, es ist nichts Positives gäbe. Wir haben natürlich im Fußball ganz gut abgeschnitten, aber das ist nicht ganz unbedeutend, auch wenn ich ein bisschen scherze hier. Aber der Fußball ist sicherlich auch ähnlich organisiert, genauso versumpft und organisiert und genauso unterstützt man dort die Machthaber und genauso wird der Hass und diese ganze Narrative dort gepflegt, wie überall sonst auch von allem, was ich hier aufgezählt habe. Sie können mich gerne mal unterbrechen, wenn ich zu lang werde. Ja, ich darf noch ein bisschen, okay. Dabei muss ich sagen, also wir haben praktisch jetzt die also klassische Stellen, also wo diese aggressive Narrative sich vollziehen, also gegen die Serben natürlich, die Homosexuellen, Frauen, die Roma, wobei es interessant ist zu sagen, die Serben sind natürlich unser absoluter Feind, sie sind an allem schuld, das ist klar. Die Homosexuelle, die sind jetzt nicht so irgendwie wichtig, denn sie machen, also stören nicht sehr. Das Problem ist so, dass die Narrative so sehr standardisiert sind, dass das keine Extremsituation mehr ist, sondern man empfindet das als ganz normal. Das heißt, naja gut, wir wissen, dass es durch Homosexuellen krank sind, also damit wollen wir uns nicht weiter befassen. Die Frauen haben ihren Platz auch bekommen. Wir sind ein rückständiger Gesellschaft, das müssen wir sagen. Wahrscheinlich trifft das auch andere Länder. Also die Frauen, naja, sie sind da an ihrem Platz und man weiß, wo der ist. Und die Roma, wie überall eigentlich, das ist eine Gemeinschaft, die so unbedeutend ist für alle. Niemand sich darum kümmert, auch nicht mal im negativen Sinne. Das ist eigentlich ganz furchtbar. Dem, was Sie gerade gesagt haben, Georgia, werden wir gleich auch noch mal sozusagen etwas vertieft beleuchten. Jetzt würde ich ganz gerne Hannah mal fragen, wie alt bist du? Das darf man dich fragen in dem Alter noch. 24. 24. Wie wirken sozusagen diese Narrative, die ja immer noch sehr stark, Georgia hat es ja gerade auch noch mal beschrieben, in dieser Bipolarität, ja, also wir, diese Wir-Gruppe, die-Gruppe und eben halt vor allen Dingen die Feindesgruppe, ja, aufgestellt ist, dieses Narrativ. Wie wirkt das sozusagen für dich, der ja jemand dann ist, der eigentlich den Krieg dann nicht mehr erlebt hat? Ja? Und wie wirkt das auf die junge Generation, wenn diese Narrative eigentlich der 90er Jahre nach wie vor immer noch so virulent und aktuell sind? Also was sozusagen, wie interpretierst du das, aber auch vor allen Dingen, wie wirkt das auf die junge Generation? Hvala Marion. Prije nego što se Bevor ich zwei Narrative hier vor allen Dingen erwähnen möchte, die in Bosnien-Herzegowina meines Erachtens bestehen, und da komme ich ja her, ich bin aus Sarajevo, möchte ich etwas sagen, was meine persönliche Erfahrung ist, seit ich hier lebe. Oft werde ich gefragt, naja, wie sieht es denn dort unten aus? Und ich sage oder rede ungern eigentlich von der Politik und vom politischen System in Bosnien-Herzegowina. Ich bin mir dessen sehr gut bewusst. Ich kenne alle Geschichten, also wenn ein junger Politiker beispielsweise Hymnen auf Erdogan in seinem Auto laut hört und so weiter. Ich habe zum Beispiel heute ein Video gesehen aus der Wahlkampagne eines jungen Politikers, der auf einem Seil bei Visegrad über die Drina fährt und so seine Macht irgendwie demonstrieren will. Mir ist es ganz bewusst, welche Situation die Frauen in Bosnien-Herzegowina haben. Ich bin mir auch dieser ganzen ethnonationalen Narrative bewusst, wo ich auch ja geboren bin, in diesem Umfeld. Ich bin dort geboren, wie meine ganze Generation, im Rahmen eines Narrativs. Seit wir irgendwie auf der Welt sind, ist es für uns unsere Realität. Aus dieser Realität, oder vielleicht anders, bevor ich also darauf zurückkomme, möchte ich einfach sagen, wie ich antworte auf diese Frage, wenn Sie mich fragen, also wie sieht es denn dort aus bei dir? Ich spreche dann von meinen Freunden, die mir übrigens sehr fehlen. Ich rede von vielleicht
von einer Ruista, also von einem Gebirge oberhalb von Mostar, was Sie hier auf dem Foto sehen, wo zwei junge Leute ihre Pferde züchten. Sie züchten dort zum Beispiel auch Obst und Gemüse und führen Touristen dorthin. Ich rede über unsere Kultur, die fast unsichtbar ist in Deutschland, kann man sagen. Denn wir haben eigentlich kein Kulturzentrum oder so etwas und auch kein Ministerium für Kultur und auch kein Zentrum. Also ich spreche über solche Sachen, denn ich weiß, dass es sehr schwer ist, das zu sehen aus der Perspektive von jemandem, der nicht von dort kommt. Aber ich weiß, wenn die Leute dorthin fahren, dass sie auch gerne dort bleiben und auch dorthin zurückkommen. Denn es gibt natürlich ein Bosnien, was existiert, was nicht in all diesen Narrativen existiert. Und ja, diese bleiben auch noch aus den 90er Jahren. Und aus dieser Position heraus, aus der Position heraus von jemandem, der von Bosnien-Herzegowina weggegangen ist, nicht sehr enthusiastisch gewesen ist, denn ich bin der Meinung, dass es nicht richtig ist, dass man als Fortschritt sieht, wenn junge Leute aus ihr Land verlassen, Bosnien-Herzegowina verlassen. Aus dieser Haltung oder dieser Position heraus sehe ich zwei Narrative. Das erste Narrativ, das ist das, was Professor Zarya und Frau Djurdja, auch Fräulein Djurdja, wunderbare Konstruktion, auch gesprochen hat. Ja, ich sehe also dieses Narrativ. Ich bin ja dort geboren in diesem Rahmen, wie auch diese jungen Politiker, die ich erwähnt habe. Sie leben dieses Narrativ offensichtlich und zwar viel stärker, vielleicht sogar als die ältere Generation. Dem Unterschied zur älteren Generation ja, angesichts der Situation, die es in Europa auch gibt, und das kommt ja auch bis zu uns, auch wenn wir auch in dieser Bergwelt ganz weit weg sind sozusagen, also kommt das auch zu uns, sehe ich auch ein weiteres Narrativ, was mir sehr nah am Herzen liegt. Und ich glaube, dieses entsteht erst, also bis auf dieses negative Hassnarrativ sozusagen. Es gibt also dieses Narrativ, das entsteht aus diesen ganzen Gesprächen dieser Menschen, die so jung sind und auch bewusst geworden sind, dieser politischen Situation daraus hervorgegangen sind. Wenn wir uns die Statistik angucken, die Heinrich-Böll-Stiftung hat beispielsweise eine hervorragende Studie veröffentlicht, da geht es darum, dass die Jungen in Bosnien-Herzegowina wahrscheinlich auch die Leute sind, die am meisten abstimmen, Stimme abgeben bei Wahlen in Bosnien-Herzegowina. Diese Menschen, also 70.000 Menschen, junge Menschen sind aus Bosnien-Herzegowina rausgegangen, haben Bosnien-Herzegowina verlassen. Aber all diese Leute waren irgendwie aktiv in der demokratischen Gesellschaft Bosnien-Herzegowina. Das sind also keine Leute, die einfach lethargisch entschieden haben, aus Geldgründen das Land zu verlassen, sondern sie wollten sich aktiv beteiligen an dem demokratischen Aufbau ihres Landes. Aber dann haben sie doch das Land verlassen, weil sie gesehen haben, dass es nirgends hinführt. Und im Gespräch mit solchen Leuten und auch das Gespräch unter diesen Leuten, wie auch meine Freunde, die in Bosnien geblieben sind und das Land sehr lieben, da entsteht also oder befindet sich ein anderes Narrativ, ein Narrativ von Menschen, die verstehen, was es bedeutet, in Bosnien-Herzegowina zu leben. Manche, die eben dort nicht mehr leben und diese Erfahrung aber auch trotzdem nutzen können, um sozusagen einen neuen Multilateralismus zu schaffen, eine neue gebildete Diaspora, die entstehen kann. Ich weiß, das klingt sehr enthusiastisch vielleicht, aber ich habe wirklich Hoffnung, dass wir mithilfe einer solchen Kraft, dass es uns gelingen wird, ein kosmopolitisches Bosnien-Herzegowina zu schaffen. Und Sie werden sich erinnern, dass das immer das Gedanke da war und es auch früher gegeben hat, vor dieser ganzen politischen Struktur, die es gegeben hat. Enthusiastisch in Bezug auf Bosnien. Es muss ja nicht immer alles irgendwie depressiv sein und düster. Ich würde jetzt ganz gerne aber trotzdem noch mal so ein bisschen diese einzelnen Punkte vertiefen, die wir schon angesprochen haben. Diese Dominanz sozusagen dieser Kriegsnarrative, die es ja gibt und die Sarje, Sie ja auch in Ihrem Beitrag für unsere Publikation angesprochen und beschrieben haben. Sie haben von einem Leitmotiv geschrieben, dass unsere Gruppe, also die eigene ethnische Gruppe, immer unschuldig ist, sozusagen als Generalleitmotiv.
Wieso ist das 23 Jahre nach dem Krieg A noch so präsent und wieso verfängt dieses sozusagen dieses Unschuldsnarrativ immer noch, obwohl ja das ICTY und andere Gerichte auch dazu beigetragen haben, dass letztendlich so viele Taten auf allen Seiten dokumentiert sind und zwar bestens, wie auch Professor Wolfgang Schomburg hier bei einem Panel im Mai berichtet hat. Er sagt, viele dieser Taten sind so gut dokumentiert wie keine anderen weltweit, weil einfach so viele Zeugen befragt wurden. Warum verfangen diese Narrative dann immer noch so? Also wir sind unschuldig. Herzlichen Dank für Ihre Frage. Also ich würde wahrscheinlich vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre benötigen, um sozusagen diese Fragen zu beantworten, um einfach dieses Irrenhaus Bosnien-Herzegowina näher zu beschreiben. Aber was würde ich gerne unseren lieben Besucherinnen und Besuchern sagen? Es ist mir unglaublich heiß. Ich habe drei Scheinwerfer hier über mir. Georgia hat nur einen. Ich habe kein Lampenfieber. Ich bin Universitätsprofessor. Ich rede jeden Tag vor 100, 150 Studenten. Aber es ist wirklich furchtbar. Es ist schlimmer als im Fernsehen. Aber ich würde gerne ein paar Sätze sagen. Also wenn jemand in Bosnien-Herzegowina verhaftet wird oder verurteilt wird, unabhängig davon, ob das jetzt ein Moslem ist, ein serbisch-orthodoxer oder ein Katholik, dann sagt man sofort, man verhaftet uns. Wir haben uns nur gewehrt. Warum verhaftet man uns? Also es gibt keine individuelle Kategorie. Es gibt immer nur eine Stammeskategorie. Wir brauchen immer irgendeinen Pfarrer oder irgendjemanden, der uns führt, damit wir uns gut fühlen. Und ich fühle mich gut hier in Freiburg, Offenbach oder in Chicago oder in Brüssel. Ich brauche nicht unbedingt einen Popen, einen Pfarrer oder einen nationalen Führer oder einen politischen Führer, der bei uns eigentlich immer ein Verbrecher ist. Ich brauche diese Leute nicht. Ich weiß, wer ich bin und ich fühle mich hier. Ich brauche kein Territorium. Ich brauche kein eingezäuntes Territorium mit einer Fahne, Deutschlandfahne oder einer Luxemburgfahne, damit ich mich wirklich als Mensch fühle und damit ich auch eine Zugehörigkeit fühle. Ich bin wirklich ein ganz ehrlicher, offener Kosmopolit. Also, es geht wirklich um Menschen, die Hass anfachen. Das sind wahre Verbrecher. Das hört man wirklich überall, auf allen drei Seiten. Dann sagt man, das ist ein Volk, das einen Völkermord begangen hat. Dann sagen die, unabhängig davon, dass hier vier Serben umgebracht wurden oder 27.000 Serben oder wenn in Srebrenica innerhalb von wenigen Tagen 8.000 Menschen umgebracht werden. Dann sagt man in Den Haag auch, dass wir ein Volk sind, das einen Völkermord begangen hat. Und wir werden beweisen, dass das nicht stimmt. Kinder, die heute groß werden, die heute erzogen werden, sozusagen mit diesen Narrativen. Sie hören diese Narrative sowohl in der Schule als auch in der Familie. Und sie hören im Grunde fast nichts anderes. Es gibt ganz wenige Ausnahmen davon. Und was hören sie? Die Kinder sind im Grunde eine Art Tabula Rasa, ein ungeschriebenes Blatt. Und die sind im Grunde genommen wie ein Schwamm. Dieses Blatt, dieses leere Blatt, diese Tabula Rasa wird beschrieben mit einem Hass, der verbreitet wird von der Schule, von der Familie, von den Lehrern und so weiter. Es gibt untergegangen Professoren, die quasi diesen ethnischen und nationalen Hass anfachen und anstatt dafür verurteilt zu werden, was tun sie? Sie lehren Hass. Sie lehren Kinder und unterrichten Kinder, wie man hassen soll und nicht, wie man lieben soll. Und wenn ein Kind sozusagen großgezogen wird auf diese Art und Weise, und zwar so, dass man ihm sagt, dass der andere nicht gut ist und dass, Gott behüte, man einen anderen Menschen aus einer anderen ethnischen Gruppierung heiraten würde. Ich bin wirklich ein Kind aus einer gemischten Ehe, einer Serbin und eines Kroaten und ich spreche auch zwei Weltsprachen und natürlich kann man mir ansehen, dass ich jetzt kein Belgier oder Deutscher bin. Aber wenn man zum Beispiel Blogs online liest, man sagt, man sollte alle Serben aufhängen
an Weiden aufhängen. Bei uns reimt sich das. Jemanden an Srb und Vrb, das Weide und Serbe, das sind zwei Wörter, die sich im Serbischen, Serbo-Kroatischen reimen. Also das kann man in diesen Blogs lesen. Und dann haben wir zum Teil wirklich nationale Führer, die zum Teil verurteilt wurden, zum Teil nicht verurteilt wurden. Das waren früher Leader von und Anführer von Hooligans. Das ist furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. Ich kann das wirklich nicht fassen. Ich kann das nicht glauben. Ich kann wirklich verstehen, dass sich zum Beispiel ein Serbe in eine wunderschöne Muslimin verliebt. Aber dass man sozusagen allein, dass alleine die Tatsache, dass man anders heißt, dass man einen anderen Namen hat, dass das bei dem anderen eine solche Antipathie auslöst, einen solchen Hass auslöst, das kann ich nicht verstehen. Wir haben auch ganz andere soziale Pathologien. Warum sind diese Narrative so stark? Der Balkanmensch, und das ist besonders ausgeprägt in Bosnien-Herzegowina, der Balkanmensch muss einen Stamm haben. Er muss eine Nation haben, aber nicht eine Nation in diesem Sinne sozusagen des nationalen Interesses. Also in Deutschland spricht man auch von nationalen Interessen. In Deutschland gibt es auch nationale Interessen. Jedes Land hat nationale Interessen, dass man zum Beispiel einem stärkeren Land wie den Vereinigten Amerikanischen Staaten den Krieg nicht erklärt. Das ist ein ausgesprochenes nationales Interesse der Bundesrepublik. Aber bei uns ist eben dieses nationale Interesse etwas völlig anderes. Es gibt bei uns eine gewisse Überlappung bestimmter Interessen. Und zwar kann es einfach keine echten nationalen Interessen geben, sondern nur diese ethnischen, nur monotone, homogene Interessen. Und genau diese Narrative, diese Interessen sind die permanente Quelle des Elends in Bosnien-Herzegowina. Ich möchte einen Satz zitieren. In Bosnien-Herzegowina wird es nie gut gehen, gut sein, wenn wir sozusagen unsere Serienmörder mehr mögen als den Nobelpreisträger einer anderen ethnischen Gruppierung. Und das ist wirklich so. Das ist ein hässlicher Satz. Aber auch wenn es ein pädophiler Mensch ist oder ein Serienmörder ist, aber wenn er zu uns gehört, zu unserer Gruppe, und wir sind ja, wie gesagt, besonders redlich, wir sind besonders, wie gesagt, unschuldig, dann wird man aller möglichen Ausreden finden für diese Person. Naja, er war betrunken, deswegen hat er seine Frau geschlagen. Aber er ist ja einer der unsrigen. Und deswegen kann er auch meine Tochter heiraten. Und ich würde ihm das auch erlauben. Aber wenn jemand ist, auch wenn er Universitätsprofessor ist und wenn er ein wunderbarer Jazzmusiker ist, aber wenn er zu einer anderen Nation gehört, dann würde er quasi die Hand meiner Tochter nicht bekommen. Und wie gesagt, solange die politischen Eliten an der Macht sind, wie sie sind, wird sich das auch nicht ändern. Djudja, In Kroatien aus, das führt ja dazu, dass letztendlich irgendwie wirklich Umdeutungen stattfinden in Bezug auf historische Fakten, die eben nicht nur regelrecht geleugnet werden, sondern eben halt tatsächlich umgedeutet werden. Also die anderen sind sozusagen die Täter und die Angreifer und die eigene ethnische Gruppe ist eigentlich immer Opfer. Man hat ja das Gefühl, auf dem Balkan gibt es nur Opfer. Also mit wem man auch redet, wir sind Opfer, die anderen sind eben die Täter. Wie gestaltet sich das in Kroatien und mit welchem Ziel wird das in Umlauf gebracht? Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich nur Ex-Jugoslawien betrifft oder die Nachfolgerepubliken Ex-Jugoslawiens. Das ist ähnlich auch in den USA. Also in den USA gibt es auch diese Narrative und in Deutschland wird es wahrscheinlich auch ähnliche Narrative geben irgendwann mal. Der Nationalismus ist einfach eine verdammte Sache, die sehr gut organisiert ist und überall auf der Welt vorhanden ist. Also es gibt nichts Besonderes in Bosnien-Herzegowina oder in Kroatien oder in Serbien. Was besonders ist, ist das, dass wir quasi diese Kriege durchgemacht haben. Und deswegen ist quasi bei uns die Intensität einfach viel, viel stärker. Auch die Narrative sind deutlich intensiver. Aber wir haben jetzt Nationalstaaten, wir haben Nationalstaaten gebildet auf der Grundlage der ethnischen Zugehörigkeit und zwar auf der Grundlage dieser Teilung. Wir auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite.
Seite und wie sind diejenigen sozusagen, die fehlerfrei sind, die unschuldig sind und die anderen eben nicht. Und das ist im Grunde genommen ein globales Problem, ein globales Phänomen. Was Kroatien konkret betrifft, kann ich weiter fortführen, ja? Was Kroatien angeht, die alten kriegsrelevanten, kriegsbezogenen Narrative sind noch da. Also, wenn wir zum Beispiel über bestimmte Beispiele sprechen, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Ja, jeder kann lesen, jeder kann sehen, wie die anderen behandelt werden in der Öffentlichkeit. Statistisch gesehen würde das zu nichts führen. Wir würden einfach nur bestätigen und beweisen, dass diese Phänomene existieren. Sondern viel wichtiger ist es zu fragen, warum? Wie entstehen überhaupt diese Narrative? Gibt es überhaupt Veränderungen bei diesen Narrativen? Das ist eine viel spannendere Frage. Ja, es gibt Veränderungen. Aber auch diese Veränderungen finden im Rahmen des dominanten Narrativs statt. Zum Beispiel ein dominantes Narrativ ist das Narrativ der Aggression gegenüber anderen, also gegenüber denjenigen, die nicht zum eigenen Stamm gehören, nicht zur eigenen ethnischen Gruppe, zur eigenen Nation. Was Kroatien betrifft, wir finden Anschluss an Europa auf eine Art und Weise. Nicht nur, weil wir Mitglied in der Europäischen Union sind, sondern weil, ich muss trotzdem noch ein Beispiel bemühen, obwohl Beispiele, wie gesagt, selber nicht viel bringen. Aber dieses Beispiel ist gar nicht so schlecht. Meine Präsidentin bzw. Ministerpräsidentin hat bestimmte Sätze wiederholt, die von Orbán stammen. Das hat man in Polen auch gesagt, nicht nur in Ungarn. Warum man Migranten nicht sozusagen annimmt. Auch wir haben jetzt quasi diese Diskurse, es geht nicht nur um Serben und Schwule und irgendwelche merkwürdigen Frauen, sondern wir haben quasi jetzt Anschluss gefunden an die europäischen Diskurse. Wir sprechen über Migranten. Und unsere Präsidentin Gaba Kitarovic sagte, das sind keine Flüchtlinge, keine Geflüchteten, das hat der Orbán genauso gesagt, das sind einfach Männer, die im erwerbsfähigen Alter sind und die haben im Grunde genommen nichts in Europa zu suchen. Ja, so, wie gesagt, hält Kroatien Schritt. Europa Orbáns mit dem Europa sozusagen der herrschenden Eliten in Ungarn, der herrschenden Eliten in Polen, der herrschenden Eliten in der Tschechischen Republik. Also Kroatien kokettiert so ein bisschen mit diesen Diskursen. Also wir haben eine ganz merkwürdige Teilung in unserem Land. Wir haben eine Präsidentin, die erwähnte Präsidentin, die im Grunde genommen so verliebt in Trump ist. Also sie ist verrückt nach ihm. Im Grunde genommen, sie versuchte irgendwie durch eine Masse von Menschen durchzudringen, um zu ihm zu gelangen auf einem Empfang. Und wir haben einen Ministerpräsidenten, der versucht, ein bisschen die demokratischen Prinzipien hochzuhalten und ein Gleichgewicht zu finden. Aber im Grunde genommen, wir nähern uns sehr, sehr stark diesem Kreis der europäischen Staaten, die ich gerade erwähnt habe. Vielen, vielen Dank. Nationalismus auch in anderen Ländern. Wir sehen das ja leider gerade auch in Deutschland sehr stark. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch ein Thema sozusagen, ich habe es am Anfang ja angesprochen, Facing the Past, das heißt, wie geht man mit seiner Vergangenheit um? Deutschland ist nach dem Zweiten Weltkrieg gezwungen worden, sich kritisch mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, Gott sei Dank. Ja, das hat natürlich auch einiges dann bewirkt. Und diese Prozesse fehlen ja im Grunde genommen. Wenn wir sozusagen, wie Professor Sari es auch gerade nochmal gesagt hat, wenn wir sozusagen die ICTY-Richtersprüche nicht zur Kenntnis nehmen, wenn im Grunde genommen eigentlich wirklich alles so ist wie in den 90ern, dass alle anderen schuld sind, die Täter sind und wir sind die Opfer, dann ist man einfach nicht weitergekommen. Hanna, jetzt nochmal so ein bisschen die provozierende Frage an dich. Warum gibt es denn da nicht eigentlich sozusagen, du hast ja vorhin angesprochen, es gibt viele junge Leute, die eigentlich ganz gerne was machen würden. Aber warum gibt es eigentlich zum Beispiel nicht eine aktive Friedensbewegung in dem Sinne? Die vermisst man ja ein bisschen. Also das heißt, wenn doch diese Narrative von Hass, von Teilung, von wir gegen die immer noch so stark sind, warum gibt es eigentlich nicht die Gegenbewegung, die sagt, Schluss mit Hass und Gewalt, wir wollen hier tatsächlich neue Gesellschaften sehen und wir möchten aktiv uns daran beteiligen, diese aufzubauen? Prvo, našla sam jedan...
Zunächst einmal, ich habe eine universelle Art und Weise auch gefunden, wie ich mich an beide Kollegen hier wenden kann oder Kolleginnen, ja. Ich möchte zunächst einmal darauf hinweisen, dass es natürlich viele Punkte gibt, was heute gesagt worden ist, mit denen ich sehr einverstanden bin, also mit der Mehrheit des hier Gesagten, mit den meisten bin ich hier einverstanden, besonders wenn es um Bildung geht und warum das der Grund ist, warum es so ist, wie es ist. Und mir hat es sehr gefallen, dass die politischen Parteien wahrscheinlich unser größtes Problem ist und auch, dass der Nationalismus überall eigentlich vertreten ist und sich eigentlich durch nichts Besonderes unterscheidet bei uns im Vergleich zu allen möglichen anderen Ländern, dass es überall wächst, in allen Ländern Europas und überall sonst. Aber das, womit ich wirklich nicht einverstanden bin, und zwar grundsätzlich, ist, dass in Bosnien-Herzegowina konkret das größte Problem der Ethnonationalismus ist, beziehungsweise dass dort Völker sind, die sich einfach nicht aussöhnen können untereinander. Welchen Zusammenhang das hat mit deiner Frage, Marion, darauf komme ich gleich zurück, das wird ganz klar werden. Aber die Ethnien, die gemeinsam leben auf dem Territorium Bosnien-Herzegowina, das sind ja die, die dort seit Hunderten von Jahren gemeinsam leben auf diesem Gebiet. Und ja, das ist so, wie es halt jetzt ist, praktisch zufällig rausgekommen. Aber das ist nicht unser eigentliches Problem über die Jahrhunderte hinweg. Ich glaube, die Ignoranz ist das eigentliche Problem über die Jahrhunderte. Und das ist der eigentliche Grund für die Inaktivität der jungen Leute, um auf deine Frage zu antworten. Es ist sehr schwierig, eben Kenntnisse zu erlangen, Bildung zu erlangen in Bosnien-Herzegowina. Es fängt dort an, wo eben Lügen entstehen über Bosnien-Herzegowina, die eben über viele Jahrzehnte bereits schon gepredigt werden. Diese intuitive Land Bosnien-Herzegowina, das ist nicht das Land, in dem wir jetzt leben. Und in diesem System ist es wirklich sehr schwierig, aktiv zu werden, aktiv zu bleiben. Es ist viel einfacher, so wie die Mehrheit meiner Freunde letztes oder dieses Jahr beschlossen haben, es ist viel, viel einfacher, das Land zu verlassen. Vielleicht für immer, vielleicht auch nicht für immer. Vielleicht wird es irgendwann in baldiger Zukunft eine andere Realität geben. So viel meinerseits zunächst einmal. Ich will auch zum zweiten Mal noch mal ansprechen, dieses große Thema, dieses Bildungsproblem. Ja, also der Bildungssektor ist tatsächlich sehr segregiert in Bosnien und Herzegowina und fungiert eigentlich im Grunde genommen als Instrumentarium der Teilung. Ja, also es gibt drei unterschiedliche Narrative, die in den Schulen gelehrt werden, drei unterschiedliche Perspektiven auf den Krieg. Das führt natürlich dazu, wie du auch sagst, Hanna, dass eben halt irgendwie eigentlich ja verschiedene Narrative zwar im Umlauf sind, aber dass man eigentlich die eigentlichen Fakten gar nicht lernt. Herr Professor Cesovic, Sie sind ja nun mal im Bildungssektor angestellt. Wo gibt es denn da eigentlich diesen Ausweg? Ich meine, gibt es da überhaupt Möglichkeiten, leider muss man ja sagen, dass große Teile dieses Problems in Bosnien auch von den Internationalen mit eingesetzt wurden, wenn wir uns dieses Konzept anschauen, zwei Schulen unter einem Dach, ja, wo eben halt Bosniakenkinder und kroatische Kinder zum Teil in zwei Eingänge gehen, wo zum Teil unterschiedliche Zeiten, das muss man sich mal vorstellen, wo die Schulzeiten geändert wurden, damit die Kinder sich auf den Schulhöfen auch nur ja nicht begegnen und keine Gemeinsamkeiten gibt, wo es keinen Austausch gibt. Also das heißt, die Internationalen sind nicht ganz unschuldig an dieser Situation, an dieser verheerenden, aber wo sehen Sie sozusagen auch einen Ausweg, um aus dieser Bildungsmisere herauszukommen? Ich sehe keinen Ausweg, das muss ich gleich sagen. Es tut mir leid, dass ich Pessimist bin. Ich habe, weil ich ja Jurist bin und ehemaliger Richter bin, ich gucke auf die Uhr, ich habe einiges dazu aufgeschrieben. Ich habe ungefähr gewusst, was Marion fragen wird. Und leider muss ich sagen, immer wenn ich das Mikrofon wieder bekomme, dann erscheint mir das, als hätte ich gar nichts gesagt. Das ist eigentlich nichts, was im Vergleich zu dem, wie schlimm die Situation ist, wie schlimm die Teilung ist, wie sie gar nicht kein Gefühl haben für das andere, das Andersartige, keine Empathie haben, nicht sehen, dass die Diversität eigentlich ein Reichtum ist und kein Mangel. Wenn man in
in Amsterdam zu leben, wäre für mich das größte Privileg. Ich möchte damit nicht sagen, dass nicht auch andere Städte wirklich multiethnisch wären. Für mich als Kosmopoliten wäre es völlig natürlich, eine Japanerin, eine Afroafrikanerin zu heiraten und ganz bunte Kinder sozusagen zu bekommen. Aber das ist so in Bosnien nicht. Also bei uns sind wir alle im Grunde genommen, da gibt es gar nicht so viele Ethnien. Es gibt im Grunde genommen die gleichen Wurzeln. Wir sprechen die gleiche Sprache. Einige haben den Islam angenommen aus historischen Gründen, aber man kann uns eigentlich gar nicht unterscheiden auf der Straße. Aber das, was es fehlt in Bosnien-Herzegowina und auf dem Balkan, ist, dass irgendjemand eine Linie zieht. Also, dass, wenn man Karten spielt zum Beispiel, dass man einen Schlussstrich zieht letztlich, dass man ein Resümee zieht, das wäre vielleicht das richtige Wort, also eine Schlussfolgerung zu ziehen. Wir haben nach dem ersten, nach dem zweiten, nach diesen schrecklichen Balkankriegen von 92 bis 95 haben wir nie gemeinsam die Dinge beim Namen genannt und gesagt, ja, in Srebrenica gab es ein Genozid, das war nicht das serbische Volk, der dieses Völkermord begangen hat, sondern es hat der und der und der das gemacht. Der hat einen Namen und Vornamen, Nachnamen und so weiter. Aber in Banja Luka sagt man dann sofort, ja, man richtet uns, das ganze Volk und Serben. Ich war 7 Jahre lang präsent in den Medien, ziemlich intensiv. Sie finden das, wenn Sie mich googeln. Sie finden alles, was gut und schlecht ist, da in diesem Zusammenhang. Also man hat mich verflucht, also die einen, die anderen, alle, die haben gesagt, dass ich hier eine Gleichmacherei betreibe zwischen den unterschiedlichen Schuldigen. Ich habe gesagt, wenn jemand einen Serben in Srebrenica umgebracht hat, dann weint natürlich die Frau, die Mutter dieses Mannes, genauso wie die 1000 Bosnier weinen um ihre Kinder. Da gab es einen Aufschrei, dass ich ja Gleichmacherei betreibe, dass ich sage, das ist dasselbe, das mache ich überhaupt nicht. Natürlich, also es wird klar in allem, womit ich mich befasse. Aber das heißt, das Verbrechen ist eine individuelle Kategorie. Es gibt keine eine gemeinsame Schuld eines Volkes. Das muss man alles unseren Leuten erklären. Die verurteilten Kriegsverbrecher sind Verbrecher. Es gibt nur die, die nicht verurteilt worden sind, die unschuldig sind. Wir beispielsweise hier und Sie auch, die nicht verurteilt sind. Und es gibt die anderen, die verurteilt worden sind. Einen verurteilten Kriegsverbrecher zu feiern, das ist gewissermaßen sich am Verbrechen zu beteiligen. Und das gibt es sowohl in Bosnien, auch in Kroatien und Serbien. Ich werde 3 Beispiele anführen, die man in den Perspectives auch findet. Das Parlament in der Republika Srpska hat unter anderem auf einer Sitzung 3 verurteilte Kriegsverbrecher, 40 Jahre verurteilt, 18 Jahre und 25 Jahre verurteilte Kriegsverbrecher. Einer davon war die Präsidentin der Republika Srpska, haben sie groß gefeiert und ausgezeichnet. Ja, also ja, wenn jemand ein Serbe ist, dann ist er eben kein Verbrecher, sondern ein Held. Der Vorsitzende des Verfassungsgerichts hat damals gesagt, wir haben erwartet, dass ein verurteilter bosnischer Kriegsverbrecher, der verhaftet worden ist, dass er freigesprochen wird. Er dachte natürlich an die Bosniaken. Er hat eigentlich das erwartet, weil die Bosnier sich ja nur gewehrt haben. Die bosnischen Muslime können sie keine Kriegsverbrechen angeblich vergehen. Das wird nur noch übertroffen, was der Verfassungsrichter in Kroatien gesagt hat, nämlich, dass man in einem Verteidigungskrieg kein Kriegsverbrechen begehen kann. Das ist völliger Unsinn. Ich kann mich, wenn ich mich verteidige, auch 2 Babys erschlagen und bin dann trotzdem schuldig. Und zum Schluss Führer der bosnischen Kroaten, der von seinen 20 Jahren einiges abgedient hat. Er kommt also nach Europa, er küsst in Zagreb den Boden, er kommt in seinen Geburtsort, also dahin, wo er politische Führer gewesen ist. Und die Führung der dortigen Regierung empfängt ihn also als Helden. Stellen Sie sich vor, wenn man Hitler so empfangen hätte, als wenn er gelebt hätte, oder in Japan so etwas Ähnliches geschehen wäre. Also das passiert dort in diesem Land, aus dem ich heute hergeflogen bin, und das ist völlig unnormal. Ja, das ist das, was ich erstmal sagen wollte. Vielen Dank.
Bis dahin, die anderen Sachen können wir ja dann gleich auch noch mal irgendwie kurz hinterfragen. Ich würde nur ganz gerne hier wirklich irgendwie noch mal ein bisschen nach Kroatien springen. Diese, ich sag mal, wirklich sehr, wirklich traurig anmutenden Heldenverehrungen kennen wir ja in Kroatien auch. Als die 6 Angeklagten im November 2017 beim ICTY wieder vor Gericht standen und in zweiter Instanz ja dann auch schuldig gesprochen wurden, gab es ja auch diesen Inzident, wo Herr Praljak sich dann umgebracht hat und wo dann tatsächlich auch in Mostar, sogar in der Kirche, aber auch eben halt in Kroatien, sogar im Parlament, eine Gedenkminute eingelegt wurde. Ja? Also das heißt, verurteilte Kriegsverbrecher werden dann glorifiziert. Wie kommt das dazu? Es gab ja auch tatsächlich natürlich Diskussionen darüber, aber was ist sozusagen in diesen 23 Jahren verabsäumt worden? Kroatien ist immerhin EU-Mitgliedsland. Vielleicht das. Bis Kroatien Mitglied der Europäischen Union geworden ist, hat Kroatien geschauspielert und getan, als ob wir alle Werte der Europäischen Union achten, sich denen verschrieben. Wir haben alles wurde alles dort in die Gesetze eingeschrieben, wie das verlangt wurde. Und nachdem wir dann schließlich Mitglied geworden sind, war man der Ansicht, dass alles abgeschlossen ist, dass wir gezeigt haben und so weiter. Wir müssen jetzt gar nichts weiter tun. Die Europäische Union ist doch der Meinung, ich weiß es nicht, ich sitze ja niemandem im Kopf drin, aber man denkt auch, das ist jetzt alles jetzt bewältigt worden, es ist alles befriedet, es sind die entsprechenden wirtschaftlichen, politischen Beziehungen geknüpft worden und man guckt nicht mehr nach sozusagen. Naja, es geht ja auch um die Größe. Als Polen beispielsweise in den ganzen Katholizismus und den ganzen Rechtspopulisten beispielsweise, also gerade den Höhepunkt erreicht, da hat die Europäische Union sich nicht getraut, dort sehr strikt vorzugehen. Bei Orban sah es ein bisschen anders aus. Kroatien ist, glaube ich, nicht so bedeutend, weil wir einfach so klein sind und deswegen ignoriert man uns ein wenig. Soweit keiner einander umbringt, gibt es überhaupt keinen Grund, sich einzumischen oder zu intervenieren. So ist man der Meinung, denke ich mal. Aber ich möchte darauf zurückkommen, was der Kollege über Verantwortung gesagt hat. Es geht ja nicht nur um die individuelle Verantwortung. Es gibt natürlich die individuelle Verantwortung. Es gibt aber auch eine hierarchisch aufgestellte militärische und politische Verantwortung. Die Deutschen kennen das ja auch aus den Nürnberger Prozessen. Nicht jeder hat das mit eigenen Händen da alles gemacht, aber war verantwortlich dafür. Und es gibt auch eine moralische Verantwortung. Es sind Fragen der Ethik. Da hat ja auch eine Deutsche sehr klug darüber gesprochen und geschrieben. Es ist etwas in unserem Namen geschehen. Ich als Kroatin, ich fühle mich überhaupt nicht nationalistisch. Es interessiert mich überhaupt nicht, was meine Ethnizität ich bin. Aber ich lebe ja dort, ich habe diese Staatsangehörigkeit. Es hat jemand in meinem Namen etwas getan. Und deswegen empfinde ich doch moralische Verantwortung für das, was geschehen ist. Und ich glaube, das muss man doch im Blick behalten. Das ist wichtig. Es ist ja so, dass im Grunde genommen, wir haben über diesen Ethnonationalismus gesprochen, wirklich die groteskesten Sachen eigentlich nationalisiert werden im Diskurs. Also die Geschichte mit der Schokolade. Ja, wir haben eine Präsidentin, Svašta, eine Präsidentin, die vielleicht für alle, die die Geschichte nicht kennen, die kroatische Präsidentin fährt irgendwie, ich glaube, es war Dubrovnik, es wurde Schokolade verteilt und am Ende gab es eine Riesendebatte darüber, dass Teile dieser Schokolade, offenbar Teile, aber serbische Schokolade waren und keine kroatische Schokolade. Ja, das heißt, es wurde dann tagelang über die richtige ethnische Zugehörigkeit dieser Schokolade debattiert. Das heißt, da muss es aber doch irgendwo Korrektive geben, auch in dem öffentlichen Diskurs, die sagen, Schluss mit diesem Schwachsinn. Doch, Marlon, ja, wenn man das alles aufzählen würde, ich habe eine ganze Liste von fantastischen Beispielen, also wirklich, es ist surreal sozusagen, was die Leute imstande sind zu sagen. Also ich,
Ich werde das jetzt nochmal sagen, das ist ein Standard bei uns, so zu sprechen. Es geht um politische Veränderung, aber die Frage nach politischen Veränderungen ist nicht einfach eine Sache, dass man das beschließt und sagt, jetzt ändern wir uns, sondern das ist ein Prozess, der ganz anders sich vollzieht. Also gut, wenn die Leute gerne natürlich Beispiele mögen, also das ist natürlich, ja, das... Beispiele kommen immer gut an, also... Da, ne? Ja, das ist natürlich sehr lustig immer. Also ein Priester der katholischen Kirche, das ist vor 10 Tagen passiert, hat auf seinem Facebook-Seite Kirche an seine Gemeinde, dass sie keine Emigranten bei sich aufnehmen sollen, dass sie ihnen nichts geben sollen, kein Essen, nichts zu trinken, denn das sind keine Kroaten, die sind schlecht und so weiter, sind vielleicht Muslime und was weiß ich noch. Das heißt, es ist verrückt. Also jeden Tag gibt es 3, 4 solche skandalösen Aussagen. Skandalöser als das, das ist schon ein Skandal natürlich, erster Güte, aber noch skandalöser ist, dass man nur so Notiz davon nimmt in den Medien, aber ohne irgendwelche Konsequenzen. Weder der Bischof, der Erzbischof noch der Kardinal reagieren darauf, weder offiziell noch inoffiziell. Die Regierung reagiert nicht darauf. In den Medien wird das, naja, so beschrieben werden, naja, vielleicht sollte ein katholischer Priester sowas nicht sagen, aber mehr passiert nicht. Ich habe eine ganz andere tolle Publikation gemacht. Das ist die Publikation zum Thema Captured State. Für alle, die sich da vielleicht interessieren, gibt es auch auf unseren Seiten, ist auch als PDF-Dokument herunterzuladen, wo es auch insbesondere um die Kaperung sozusagen der Medien in der Region geht. Das ist ein sehr wichtiges Thema, weil wir das gerade ja schon auch diskutiert haben, dass eben viele, ich glaube, Hannah, du hast es gesagt, viele Leute gar nicht die Möglichkeit haben, eigentlich normale Fakten und Informationen aufzunehmen, weil die Medienlandschaft eben halt auch sehr stark nationalistisch sozusagen gekapert ist, von den einzelnen Parteien dominiert wird und so natürlich auch tatsächlich ein politischer Diskurs überhaupt nicht angestrengt werden kann über diese Grotesken, die wir ja auch zum Beispiel irgendwie bei der Debatte zu den unterschiedlichen Sprachen finden. Ja, also ich habe das, ihr merkt das immer wieder, die Leute, die dann von den Internationalen, sozusagen das erste Mal nach Bosnien kommen, wundern sich natürlich, worum die Diskussion überhaupt geht mit den unterschiedlichen Sprachen, weil wir zum Beispiel, wenn wir das Hochdeutsche nehmen und das Bayerische, mehr Sprachunterschiede sehen als irgendwie halt zwischen dem serbischen, kroatischen und zwischen der bosnischen Sprachvariante. Sarja, Sie wollten noch kurz was dazu sagen? Ja, ich wollte nur ganz kurz, ich werde jetzt keine 5 Minuten, sondern vielleicht nur ganz kurz sprechen. Ich bin ganz einverstanden mit dem, was Georgia gesagt hat. Deswegen, man müsste ein Jahr darüber sprechen, dass man überhaupt versteht, worum es geht, was das Wesen ist dessen, worüber wir sprechen. Das ist ganz richtig. Es gibt die Verantwortung des Einzelnen, der individuelle Schuld, aber es gibt natürlich auch die Verantwortung des Regimes, aber es gibt auch die Verantwortung, auch moralische Verantwortung des Einzelnen, wie auch des Politikers, aber auch des Wählers, die eine ultrarechte Option auch gewählt haben, die Teil dessen war, die die Verbrechen begangen haben. Aber es gibt keine massiven Verbrechen nirgends, auch nicht in Bosnien oder nirgendwo anders, die irgendwie Betrunkene beispielsweise einfach nur durchgeführt hätten, dass die Tausende tatsächlich umgebracht hätten. Also für diese Mass Atrocities, für diese Massenverbrechen, dahinter stehen natürlich Regime, dahinter steht eine Logistik, eine Organisation, ein Militär, eine militärische, eine Polizeiorganisation, die nachher alles negieren werden. Es gibt also einmal auch diese natürlich Verantwortung eines Staates und eines Regimes für Massenverbrechen, denn es ist unmöglich, sich vorzustellen, dass Massenverbrechen entstehen, praktisch spontan oder gewissermaßen, wie hat man das in Bosnien gesagt, ja, eine Gruppe marodierender Soldaten, die sich der Kontrolle entzogen haben. So kann man keine 10, 50 oder 100.000 Leute umbringen. Dahinter steckt ein Staat und ein Parastaat, das ist ganz klar. Ich würde ganz gerne noch mal auf eine andere Facette eingehen, dessen, was Georgia am Anfang auch schon gesagt hat bei ihrer Einleitung. Es
dominieren ja sehr stark sozusagen antimoderne Einstellungen. Also wenn wir zum Beispiel mal die Kampagne gegen die Istanbul-Konvention nehmen, da gingen in Split hunderte von Frauen auf die Straße, um gegen die Konvention zu stimmen, die immerhin einen Schutz der Frauen und anderer Minderheiten, also im Genderbereich, vorsieht. Also das heißt, die Rolle der Frauen, dieses Verständnis, ja, Mann, Frau, ist immer noch sehr traditionell ausgelegt. Vielleicht einfach noch mal zur Erklärung, wer sind da die treibenden Kräfte und was macht das eigentlich mit den Frauen, Hanna? Super, ihr magus poet. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich deine letzte Frage und diese Frage miteinander verbinden kann. Also sowohl wie in Bosnien-Herzegowina als auch in Kroatien, Georgia wird mir bestimmt zustimmen, wir als Frauen arbeiten nicht also so, wie wir arbeiten sollten, beziehungsweise wir sind nicht konsequent genug in dem, was wir tun. Und das ist auch ein gewisser Trend weltweit. Also das sind einfach Tendenzen. Wir haben ganz viele Fake News. Wir haben sozusagen sehr viele Nachrichten, Portale und Blogs ohne eine bestätigte Autorenschaft. Keiner weiß, wer dahinter steckt und so weiter. Und das ist bei uns genauso. Und leider informieren sich sehr viele Menschen genau aus solchen Quellen. Bei uns genauso wie bei euch. Aber in Bosnien-Herzegowina, also all das, was dort passiert ist, das, darüber haben wir gesprochen, haben wir tatsächlich auch gewisse feministische Initiativen. Und wir haben im Grunde genommen zwei feministische Strömungen, die relativ stark sind. Also die, da versammeln sich Tausende von Menschen, 35.000, 45.000 Feministinnen sozusagen sind Teil dieser Bewegung. Aber die haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Die stehen nicht miteinander in Kontakt oder in Berührung, kommunizieren möglicherweise nur über Facebook. Also es gibt tatsächlich auch einen gewissen Widerstand gegen Sachen, gegen Tendenzen, die man als dominant wahrnimmt. Und eine Webseite möchte ich erwähnen. Und zum Beispiel, das ist eine Webseite, die sich mit Frauenangelegenheiten und Fragen beschäftigt. Und das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und auf dieser Webseite sind vor allem Frauen anzutreffen, die keine Aktivistinnen sind, die nie auf die Straße gehen würden, die nicht quasi eine feministische Agenda auf die Fahnen, sich auf die Fahnen schreiben würden. Aber was sie thematisieren, ist deren Wirklichkeit. Sie sind der Tatsache bewusst, dass die Wirklichkeit, in der sie leben, nicht die optimale für sie ist. Und das ist tatsächlich ein Potenzial, das genutzt werden kann. Dieses Potenzial kann man sozusagen mit dem breiteren Bild sozusagen verbinden, sodass auch das kritische Denken sich entwickeln kann. Und das ist der Schlüsselfaktor für eine neue Wirklichkeit, für eine neue Bewegung. Und leider passiert das nicht momentan. Jahrelang, wie gesagt, hatten wir nur individuelle Initiativen. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, sehr viele junge Menschen in allen Nachfolgestaaten Ex-Jugoslawiens, die sich individuell engagieren. Also diese Bottom-up, die Graswurzelbewegung sind das. Und diese Bewegung beeinflusst natürlich auch das Denken, aber leider auch nichts anderes. Nur das Denken. Georgia, vielleicht können Sie... alles okay? Diese sehr zementierten Rollenbilder, die es ja gibt. Und Sie beschreiben das ja auch in Ihrem Beitrag für das Perspectives-Heft, wie sozusagen auch die Frauen ja in dieser traditionellen Rolle sozusagen für diese Nation, für die Aufgabe der Nation auch instrumentalisiert werden. Vielleicht könnten Sie dazu noch was sagen. Ja, das ist im Grunde genommen auch etwas, was zum allgemeinen Kulturgut der Welt gehört. Das ist nichts Typisches für Kroatien. Ja, wie gesagt, wir haben wirklich eine feministische Bewegung gehabt, aber die war sehr schwach, reell gesehen. Man hat viel mehr darüber gesprochen, man hat auch viel mehr in den Medien gelesen darüber, aber eigentlich war die feministische Bewegung immer sehr schwach. Und das kann man in den letzten 10 Jahren sehr, sehr gut auch sehen und sehr deutlich sehen. Ich möchte nicht sagen, dass es keine feministische Bewegung gibt. Es gibt ein paar einzelne Personen, die hier und da etwas tun, aber da ist kein echtes Potenzial dahinter. Aber warum? Weil
sie nicht wissen, was sie tun sollen. Zum Beispiel, wie soll man überhaupt die Gegenwart verstehen und analysieren? Das ist überhaupt eine Voraussetzung dafür, dass man überhaupt sich darüber Gedanken macht, was man tun soll, welche Schritte man unternehmen soll. Und leider sind wir sehr, sehr lange schon in diesem Stadium im Feminismus, nicht nur in Kroatien. Was tatsächlich die Instrumentalisierung von Frauen angeht, das ist auch ein ziemlich klassisches Bild. Immer dann, wenn es unruhige Zeiten gibt in Gesellschaften, immer wenn Systeme zusammenstürzen oder wenn sie quasi beschädigt sind, wenn es ungewisse Zeiten gibt, dann ist eine Mobilisierung der Masse sehr erwünscht. Nicht nur der Frau, der Männer, sondern auch der Frauen. Das heißt, man mobilisiert Menschen, man mobilisiert Frauen, man lädt ja Frauen in die politische Arena ein, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, Frauen dürfen Unterstützerinnen sein. Das sind diese Frauen sozusagen, die dann die Wunden ihrer gefallenen oder verletzten Männer heilen. Also das heißt, die nicht in den Kampf ziehen und keine Waffen tragen. Das ist dieses klassische Bild. Und während des Krieges oder am Anfang des Krieges hatten wir eine Reihe von Fraueninitiativen, Frauengruppen, die Aktivitäten durchgeführt haben. Aber das war alles im Grunde genommen nur auf diese Frauendimension ihrer Arbeit reduziert. Sie hatten nie quasi eine gleichberechtigte Position in der Gesellschaft und der politischen Arena erlangt. Sie Fragen haben hier an unsere drei Diskutanten. Sarie, vielleicht noch mal, bevor wir dann tatsächlich ins Publikum springen. Das führt ja so ein bisschen dazu, was wir alles besprochen haben, dass eigentlich sozusagen das, ja, das Kranke, ja, das Destruktive, das Kriegsverherrlichende eigentlich als normal gilt, ja, während die normalen, also oder normale Zustände eigentlich marginalisiert sind. Das ist so ein bisschen die groteske Situation, die wir haben. Andere Lebensformen werden marginalisiert oder als krank dargestellt. Georgia hat es am Anfang erzählt, diese Geschichte, dass zum Beispiel Homosexuelle oder Lesben als unnormal gelten oder als unwichtig, dass wir das überhaupt nicht irgendwie thematisieren müssten. Aber das heißt, diese Umdeutung gibt es in den Gesellschaften. Was macht das auf Dauer mit den Gesellschaften, Sarie? Die Gesellschaften auf dem Balkan, sowohl die Gesellschaften als auch die Staaten, und dazu zählt natürlich auch Bosnien-Herzegowina, diese Gesellschaften passen sich an eine neue Situation an, in der Menschenrechte, die im ehemaligen Regime vernachlässigt waren. Bitte verstehen Sie mich falsch, aber ich bin der Meinung, dass unser ehemaliges Regime deutlich besser war als das, was wir jetzt haben, also zu Titos Zeit. Aber jetzt, wie gesagt, gibt es ein Regime, in dem, wie gesagt, zwei Männer heiraten können, Kinder adoptieren können und so weiter, in dem wir eine Premierministerin haben, die lesbisch ist und so weiter. Das sind alles Entwicklungen, die mittlerweile quasi einfach akzeptiert sind. Und vielleicht reagiert Europa manchmal im Übermaß auf bestimmte Entwicklungen auf dem Balkan, die auf den ersten Blick ein bisschen mittelalterlich und rückständig wirken. So, dass wir hatten im Grunde genommen absolut keine Ahnung davon gehabt, was jetzt Gender Issues sind oder was Geschlechtergleichberechtigung ist. Das waren einfach keine Themen in der damaligen Zeit. Wenn eine Gesellschaft oder je mehr eine Gesellschaft vom Nationalismus durchdrungen ist, desto mehr wird diese Gesellschaft gegen neuere Trends sein, sprich gegen Geschlechtergleichberechtigung, gegen LGBTI, gegen eine politisch sensible Sprache und so weiter. Ein Beispiel möchte ich geben, zum Beispiel die Regenbogenparade in Belgrad, sozusagen, die wirklich
in ein absolutes Chaos ausgeartet ist oder wo es dann wirklich, wo dann die Aktivistinnen und Aktivisten zusammengeschlagen wurden, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Queerfestivals zusammengeschlagen wurden. Das heißt, je rückständiger eine Gesellschaft ist, desto schwieriger sind auch Öffnungen, Öffnungstendenzen dieser Gesellschaft gegenüber diesen neueren Entwicklungen und gegenüber Minderheiten. So ist es einfach. Geschlechtergleichberechtigung ist nicht das gleiche wie die Emanzipation von Frauen. Das möchte ich nur sagen. Und Giorgia, ja, man kann einfach nicht sagen, dass wir nichts wussten über Geschlechtergleichberechtigung, beziehungsweise dass wir nicht wussten, was Feminismus ist. Nein, das ist nicht richtig. Ich war 74 das erste Mitglied einer feministischen Gruppierung außerhalb Westeuropas. Das war die erste feministische Gruppe, die in Osteuropa gegründet wurde, 1974. Also es stimmt nicht. Es gab eine Riesenversammlung in Belgrad. Es war ein wirklich maßgebliches Treffen. Da kamen Aktivistinnen aus Europa, nicht aus den Vereinigten Staaten, aber aus Europa. Das heißt, der Feminismus war damals stärker auf eine gewisse Art und Weise, Anfang der 70er Jahre, vielleicht Anfang der 80er Jahre, als jetzt, als später. Sagen, wir sind nicht mal alle einer Meinung, deswegen eben halt auch Perspektives. Wir beleuchten das von unterschiedlichen Blickwinkeln aus. Ich würde ganz gerne jetzt Alma, die hat das Mikrofon da hinten, einfach mal bitten, rumzugehen. Wer würde ganz gerne hier sich beteiligen? Wer möchte eine Frage stellen? Ja, der Herr da hinten im grauen T-Shirt. Vielleicht können Sie sich auch ein bisschen vorstellen. Achso, Sie halt. Ja. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Ja. Hallo und erstmal vielen lieben Dank. Ich muss zugeben, ich war schon bei mehreren Veranstaltungen der Böll-Stiftung zum Thema Balkan oder generell zum Kontext Balkan. Das freut uns. Und ich finde, das ist die beste bis jetzt, auch von der Qualität her. Ja, also danke. Großes Lob. Vielen Dank. Zu meinem Background, Marko Zubasic, komme aus Bosnien-Herzegowina, 27, bisschen älter als Hanna und komme aus Zentralbosnien, aus einer Kleinstadt. Ich muss erstmal zu meinem Background sagen, weil so in so vielen Punkten wurde mein Background heute angesprochen, dass es auch wichtig ist für die Frage, also um die Verständnis meiner Frage später. Bin in eine Schule gegangen, eine Schule unter zwei Schulen, ein Dach, genau, vielen Dank. Bis zum Abi, habe in Mostar studiert, habe mich politisch engagiert in meinen jungen Jahren, habe gekämpft und bin dann vor 4 Jahren nach Berlin gezogen und lebe jetzt mein schönes Leben hier in Berlin im Kiez mit tollen Freunden. Und wie so viele andere leider. Genau. Und ich finde es gut, wie Professor Sejsovic heute Abend es so detailliert erklärt hat, das Absurdum dieses Landes, weil ich habe das Gefühl, sehr viele Leute, die sich generell in Europa oder in Deutschland mit Bosnien-Herzegowina oder dem westlichen Balkan generell beschäftigen, sind sich eigentlich diesen Absurdums nicht bewusst. Sie können das als Mensch, der in Westeuropa oder nicht mal in Westeuropa, auch in Polen aufgewachsen ist, sein Leben führt, lebt, kann man das nicht verstehen. Und ich finde, Sie haben es sehr, sehr gut und sehr bildlich und auch die anderen auch dargestellt. Und ich finde, dass ein Narrativ absolut immer präsent ist und es, wenn sich was nicht ändert, ist es der Hass in jedem Sinne, in jedem Aspekt und natürlich viele hundert andere mehr. Ja. Und wir reden heute Abend die ganze Zeit über Narrative und sie sind da und sie sind konstant. Aber wie soll man diese Narrative verändern? Wie soll man diese Narrative verändern, wenn wir wissen, also es gibt einen Bottom-up-Approach, also dass die Gesellschaft was macht, funktioniert nicht, weil sie so hasserfüllt ist. Ein Top-down-Approach, dass der Staat an sich gegen diese Narrative wirkt, funktioniert ja auch nicht, weil er nutzt diese Narrative, um die Situation so beizubehalten, wie sie ist. Und von außen jetzt von der Europäischen Union etwas zu erwarten, dass sie etwas macht, ist in diesem Moment, ich glaube, sehr unrealistisch. Weil ich habe das Gefühl auch, dass die Europäische Union einfach überfordert ist mit der ganzen Situation auf dem Balkan, vor allem Bosnien-Herzegowina, und einfach nicht weiß, was sie mit diesem Land anfangen sollen. Und es ist gut, solange kein Krieg ist. Und dieses Unwissen und Bärengehangen ist einfach offensichtlich, wer sich nur ein bisschen beschäftigt. Ja. Und meine Frage ist einfach im Endeffekt, wie diese Narrative zu verändern? Wie kann man das überwinden? Genau. Ja. Okay, Hanna, ja, gerne. Ich hatte das gleich angedeutet in meiner Ausführung.
Aber jetzt werde ich wirklich versuchen, das vielleicht ein bisschen ausführlicher darzustellen und auch miteinander zu verbinden, und zwar den Feminismus und den Kosmopolitismus. Also das wäre meine Antwort. Also man sollte Kosmopolitismus und Feminismus miteinander verbinden, um eben diese Diskurse, die Narrative zu finden. Ja, ich kann mich an Marco erinnern. Wir haben uns in Bielina getroffen. Marco hat dort an einer Sommerschule teilgenommen, und zwar an einer Sommerschule des internationalen Rechts, also des Völkerrechts. Und ich habe dort einen Vortrag gehalten. Und ich habe... Marco ist wirklich... Also er war so ähnlich dem Bruder meiner ehemaligen Frau. So, ich habe ihn damals gesehen, ich habe ihn fotografiert und habe das eben meiner Ex-Frau vorgelegt, und sie konnte mir nicht glauben, dass das ein anderer Mensch ist. Deswegen ist er mir auch in Erinnerung geblieben, und ich habe mich sofort an sein Gesicht erinnert. So, wie kann man die Narrative ändern? Man kann tatsächlich die Narrative nur dann ändern, wenn man diejenigen ändert, die diese Narrative kreieren. Das heißt, man braucht charismatische Führer, man braucht eine neue Partei, die die Mehrheit dann tatsächlich gewinnt. Dann braucht man eine gewisse Läuterung. Ich spreche jetzt über Bosnien-Herzegowina, bitte nicht falsch verstehen. Man braucht sozusagen eine Läuterung und eine Vergangenheitsbewältigung auch im juristischen Sinne. Man muss quasi die illegal erworbenen Reichtümer konfiszieren, enteignen. Also das wären die vier Schritte. Wir haben jetzt sozusagen jetzt keinen politischen Leader, der sozusagen diese charismatische Führungspersönlichkeit tatsächlich hätte. Aber er muss gar nicht charismatisch sein, er muss nur jemand sein, der tatsächlich Menschen versammeln kann. Das hat nichts mit unserem Thema zu tun. Mein Fahrrad wurde angeschlossen. Angeschlossen, hat es jemand angeschlossen durch Zufall? Der Herr möchte fahren, versteht? Dunkel. Vielleicht hat jemand durch Zufall, das hatten wir jetzt noch nicht hier, das ist auch zwar ein grünes Thema mit dem Fahrradfahren, aber es hat eigentlich jetzt irgendwie mit unserer Veranstaltung, tut mir leid, wir können jetzt gerade nicht weiterhelfen. Aber danke, insofern haben wir jetzt aber doch nochmal sozusagen einen Sprung gemacht. Wir haben vorhin über, und der junge Mann hat es auch erzählt, über groteske Situationen geredet. Das war jetzt auch irgendwie halt irgendwie etwas, was sozusagen irgendwie ja irgendwie in das passt, was wir vorhin besprochen haben. Aber Georgia, jetzt nochmal, um wieder ernst zu werden, Sie haben gerade aufgemuckt, als Sadie sagte, charismatische Leader, was brauchen wir denn sonst? Ja, ich bin fast an die Decke gefahren, sozusagen. Ein charismatischer Führer anstelle der Demokratisierung, anstelle eines bestimmten Systems, einer organisierten Herrschaft der Individuen über ihre Vertretung. Ich glaube, als Führung, als charismatischer Führer, also ich darf jetzt keinen Namen nennen von charismatischen Führern, aber ich glaube, Sie wissen ja, was diese alle angerichtet haben, nicht nur bei uns. Leider auch ein bisschen, dass sozusagen diese jungen Menschen wie Sie, wo ist er jetzt? Er ist dahinter weggerutscht. Aber dann leider auch in Bosnien fehlen. Ja, also das heißt, wie Hanna eben halt auch vorhin gesagt hat, 70.000 irgendwie sollen dieses Jahr irgendwie rausgegangen sein. Das ist natürlich auch ein Teil der großen Problematik, die auch die Heinrich-Böll-Stiftung natürlich irgendwie mit Sorge sieht, weil wir natürlich auch mit unserer Agenda sozusagen Demokratisierung dann natürlich uns auch fragen, mit wem wollen wir in 70 Jahren oder in 10 Jahren irgendwie noch arbeiten, wenn sozusagen alle anderen, die eben demokratisch gesinnt sind, die liberal gesinnt sind, die tatsächlich an einer Entwicklung dieses Landes, vielleicht auch irgendwie als EU-Mitglied irgendwann Interesse haben, irgendwie das Land verlassen. Hier war noch eine andere Stimme, der Herr mit den Kopfhörern. Okay. Alexandros Apostolidis von der Jugend Europäischen Föderalisten Griechenlands, und ich bin auch Alumnus des Internationalen Parlamentsstipendiums des Bundestages. Mein Kommentar, meine Frage hat eher zu tun mit, was Hanna gesagt hat, und die Jungen, die das Land verlassen haben, das ist ein Problem nicht nur in Bosnien, das ist ein Problem auch in Mazedonien, in Albanien, in Serbien, in eigentlich fast Rumänien und Bulgarien auch, zurzeit auch in Griechenland wegen der Krise. Also ich bin sehr optimistisch, und ich finde, was du gesagt hast, nicht echt zu enthusiastisch. Es ist sehr realistisch. Es passiert jetzt schon in Albanien. Es ist vor einem Jahrhundert Griechenland passiert.
Aber die Frage für mich ist, also diese Leute, die das Land verlassen haben und sich bilden und immer mehr, immer kosmopolitischer denken, immer Zugang zu mehr Erkenntnissen und mehr Wissen und mehr Bildung haben und immer mehr vertraut mit Demokratie und Institutionen werden, sie müssen danach entweder zurückgehen oder mit ihrem Land tätig sein. Und meine Frage ist, wenn Brain Drain so aktiv wird, so intensiv wird, ob es in der Tat in den nächsten Jahrzehnten die Möglichkeit gibt, dass diese Leute zurückkehren oder sich mit ihrem Heimatland beschäftigen. Weil zum Beispiel das passiert heute in Albanien, aber ich bin mir unsicher, ob das passieren würde, wenn es nicht die Krise in Italien und Griechenland gäbe. Mhm. Weil jetzt sind sie mehrere Tausende Albaner aus Italien und Griechenland zurück nach Albanien und diese Leute innovieren und modernisieren das Land. Ja. Wie das der Fall im Westbalkan sein? Ja. Also meine Frage geht an alle natürlich. Ja, gute Frage, knüpft an das an, was wir gerade hatten, Brain Drain. Wobei inzwischen ist es leider auch in Bosnien nicht mehr nur Brain Drain, es ist Drain. Ja? Also es gehen wirklich alle, die irgendwie in irgendeiner Form einen Job finden können. Ich würde das so sagen. Ja, ich bin auch skeptisch, was das angeht, dass alle zurückkommen. Ich glaube das nicht. Nicht vor allen Dingen nicht, dass alle nach Bosnien zurückkommen. Aber ich glaube, das muss nicht passieren. Wenn ich über Kosmopolismus geredet habe, das Wort lässt sich leichter im Englischen sagen. Als ich darüber gesprochen habe, habe ich über Leute gesprochen, die vielleicht im Ausland bleiben, aber vielleicht trotzdem irgendwie nachdenken über ihre Heimat. Sie denken über ihre Heimat nach auf eine Art und Weise, die nicht typisch ist oder atypisch ist für die alte, im Vergleich zu der alten Diaspora, die aufgrund der Konflikte das Land verlassen hat. Das ist etwas Neues, was sich jetzt vollzieht, was etwas anders aussehen will. Meine Schlussfolgerung ziehe ich daraus, dass ich weiß, statistisch gesehen, dass Leute, die das Land verlassen haben, in den letzten 5 Jahren beispielsweise, also die unser Alter ungefähr haben, das sind Leute, wie ich das anfangs erwähnte, vielleicht warst du nicht da, das sind Leute, die tatsächlich aktiv gewesen sind in dem demokratischen Leben Bosnien-Herzegowinas. Das heißt, sie verfügen über diese Erfahrung, sie tragen das mit sich, sie tragen das diese Last, die dazu geführt hat, dass sie woanders hingegangen sind. Aber das hängt eben nicht nur mit ökonomischen Faktoren zusammen, das ist ziemlich wichtig. Und ich denke, darin liegt eine kleine, aber doch eine ziemlich maßgebliche ein Kernchen einer Chance, dass eben ein neuer Weg hier eröffnet werden könnte über ein neues Nachdenken über Bosnien. Sie haben gesagt, Sie kommen aus Griechenland. Ja, wir würden ganz gerne, ich hatte ja am Anfang auch mal was Positives hier vermeldet und bin eingegangen auf diesen Kompromiss ja, zwischen Griechenland und Mazedonien. Ein wunderbares Beispiel finde ich wirklich dafür, wie zwei politische Akteure es geschafft haben, von diesen wirklich sehr exklusiven, ausschließenden Narrativen abzugehen und tatsächlich einen politischen Kompromiss auszuhandeln, der natürlich für beide Seiten ein Kompromiss ist. Deswegen gibt es natürlich Stimmungen in beiden Ländern, die auch sozusagen dagegen stimmen. Aber wie sehen Sie das? Können Sie dazu vielleicht auch noch mal was sagen? Wie wird das sozusagen von jungen Leuten gesehen, dieser Kompromiss und dieses Aufweichen der Narrative ja auch? Vielleicht einmal das Mikrofon noch mal. Also ehrlich gesagt ist meiner Meinung nach nicht so beliebt in Griechenland. Ja, das weiß ich, in Mazedonien auch in Teilen nicht, ja klar. Also ich würde sagen, die Griechen sind insgesamt in diesem Thema immer noch sehr geteilt. Also es gibt Griechen, die glauben, dass Mazedonien in mehreren Teilen geteilt ist und dass es in der Tat Nordmazedonien eine gute Idee ist. Es gibt Leute, die meinen, diese Leute waren nie richtiges Mazedonien und sie dürfen überhaupt nicht Mazedonien heißen. Es gibt Leute, die sagen, dass wir so lange praktische Lösungen in den meisten Bereichen von Zusammenarbeit finden, ist der Name nicht so wichtig und wir dürfen den anderen nicht sagen, wie sie heißen. Okay, die Leute sind immer noch geteilt. Und ich weiß auch, weil... Also es ist eigentlich das Thema, das uns heute bei den jungen europäischen Föderalisten beschäftigt hat. Mhm. Wir versuchen, eine Zusammenaussage Lev Mazedonien und Lev Griechenland zu machen. Mhm. Und es ist unglaublich, wir finden den Inhalt toll aus beiden Seiten. Und jetzt müssen wir uns zum Vokabel kümmern. Aha, gut. Wunderbar, so, ja, ein schönes Beispiel. Es ist sehr problematisch, wenn wir immer mit dem Inhalt in Ordnung sind. Und dann müssen wir uns...
um die Terminologie finden, kümmern. Wie wir es politisch korrekt äußern. Ja. Ich würde sagen, nur einen Kommentar über dieses Abkommen. Ich finde es ein tolles Abkommen, solange es in der Tat passiert. Ja, okay. Man weiß auf jeden mhm. Fall nicht, mhm. ob es in Skopje und ob es in Athen am Ende. Ja, das ist jetzt noch die Frage. Also das Referendum steht ja noch aus und ist auch gekoppelt worden. Natürlich irgendwie diese Zustimmung, stimmen Sie zu, nicht nur zu der sozusagen zu der Namensgebung, sondern auch, dass damit sozusagen der EU-Integrationsprozess weitergeführt wird. Das ist auch natürlich mit Bedacht gekoppelt worden, damit man den Leuten erklärt, wenn ihr jetzt dafür stimmt, geht es auch weiter, hat Herr Hahn ja letztens auch nochmal irgendwie klar gemacht, und die Blockade auf dem EU-Integrationsprozess wird irgendwie sozusagen aufgehoben. Ja, vielen Dank für den Beitrag auch nochmal, sodass wir auch nochmal irgendwie unser anderes Land hier im Portfolio irgendwie bearbeiten konnten, Mazedonien. Gibt es sonst noch Fragen, der Herr hier vorne? Ah, super, okay. Ja. Peter Wilhelm, mein Name, hallo. Ich bin nebenbei auch Politikwissenschaftler, aber nicht mit dem Spezialgebiet Ex-Jugoslawien, ja. Ich komme aus dem Bereich Theorie. Ja. Meine Beziehung zu Bosnien-Herzegowina ist eher privat. Ich habe seit den 90er Jahren einen sehr guten Freund in mhm. Berlin kennengelernt mhm. und er lebt schon seit vielen Jahren wieder in Tuzla. Mhm. Ich bin da einmal im Jahr mindestens eigentlich, so kann man sagen, zu Besuch. War jetzt auch schon wieder da, werde in 2 Wochen noch mal kurz dort sein. Mhm. Und bin sehr traurig über diese Bestandsaufnahmen heute Abend, weil ich ganz privat, und das mag dann wirklich eine Ausnahme sein, immer das Gegenteil erlebt habe, obwohl ich genau das immer erwartet hatte, was Sie gerade erzählen. Also selbstverständliche interethnische Kontakte, ne? Wirklich von einem Tal, wo es nur Rinder gibt, ins nächste, wo es die Schweine gibt, aus geschäftlichen Interessen heraus auch, mhm. aber dann zusammen noch schnell was trinken. Also das, was Habermas oder was man als Lebenswelt nennen würde, ich da als sehr authentisch und natürlich und gesellig und schön empfunden habe alles. Neben dem, bei dem guten Essen auch noch und so weiter. Zum Motiv Bottom-up, Top-down, haben wir heute Abend jetzt halt wirklich über die Wirksamkeit eines Top-down-Prozesses geredet, wie praktisch Narrative von oben allmählich mehr und mehr in die politische Kultur einsickern. Gibt es aber nicht doch auch noch Hoffnung, wenn ein Tourist wie ich, auch wenn Tuzla bekanntermaßen eher eine Ausnahme ist. Bisschen anders, ja, genau. Mhm. Traditionell anders. Ja, mhm. genau. Ja. Eine Hoffnung, dass man doch hier und dort oder auch im Laufe der Zeit zivilgesellschaftliches Potenzial noch beibehalten kann, das wieder stärker werden könnte. Und dazu meine Frage, wie schätzen Sie, also erstens das meine Frage und konkretisieren dann, wie schätzen Sie diese Bewegung, die ich auch selber auf dem Marktplatz in Tuzla gesehen habe, zu diesem Thema dieses getöteten David, auf der Polizei bei getöteten David ein. Ist das eine zivilgesellschaftliche Bewegung oder ist es auch schon wieder ethnisch eingekasselt? Banja Luka, ne? Das sind Banja Luka. Aber das ist eine gute Frage, weil das so ein bisschen ja anschließt an das, was wir machen. Ich weiß nicht, vielleicht sind ja vielleicht nicht alle so betraut mit unserer Arbeit. Wir machen ja genau das. Wir stärken Zivilgesellschaft von unten in 3 Bereichen, also in diesem Gender Bereich, den wir eben halt nicht nur als Frauen-Empowerment verstehen, sondern eben halt in diesem LGBT-Bereich, weil wir glauben, dass sozusagen eine Demokratie sich letztendlich daran bemisst, ja, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. Das wissen Sie als Politologe, und deswegen stärken wir insbesondere diese marginalisierten Gruppen, um eben Demokratisierungsprozesse freizusetzen. Wir sehen das irgendwie weltweit. Ein gutes Beispiel ist eben Schweden. Schweden hat eine feministische Politik und macht auch feministische Außenpolitik. Wenn wir uns einmal angucken, wo Schweden steht, ja, im Ranking zum Thema Wirtschaftskraft, Bildung, Gesundheitswesen, sehen wir eben, dass sozusagen dieses Abgehen von diesen rein maskulinen Narrativen mit einer rein maskulinen Politik sehr erfolgreich sein kann. Ja, also das heißt, insofern ist für uns der Gender-Bereich wichtig aufgrund dieser Tatsache. Dann befassen wir uns im Bereich Ökologie sehr stark mit Prozessen, die wir anschieben, wo es auch darum geht, sozusagen von unten zum Beispiel diese sehr starken Energiemachtstrukturen aufzubrechen, auch sozusagen wieder als Demokratisierungsprozess angeschoben. Und wir haben eben einen starken Bereich, der natürlich auch für Böll, also für die Böll-Stiftung sehr typisch ist,
traditionell, Böll hat sich damit ja auch befasst, irgendwie mit der Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges und mit den Folgen. Wir machen ganz viel eben im Bereich, also Vergangenheitsbewältigung benutzen wir nicht so gerne, aber Facing the Past, Erinnerungskultur, um überhaupt erstmal, und wir haben es ja angesprochen, also auch jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, über die Fakten zu reden, weil die Fakten eigentlich nicht in dem Sinne auf dem Markt sind. Das heißt, ich bin immer noch Optimist, Alma weiß es, man kriegt mich nicht so schnell unter. Es ist natürlich tatsächlich sehr schwierig in einem Umfeld, wo eben halt die Medien komplett dagegen halten, wo die Politik wirklich sehr exklusiv und dominant arbeitet. Und das ist vielleicht nochmal die Anschlussfrage, die Sie stellten. Diese Bewegung in Banja Luka ist in der Tat sehr bemerkenswert, weil sie seit, ich glaube, 175 oder 176 Tagen auf der Straße ist. Ein Vater, der sozusagen für die Rechte seines toten Sohnes kämpft. Das Motto dieser Bewegung ist Pravda i Istina, ja, also Recht und Wahrheit. Und das sagt eigentlich schon alles. Dieser junge Mann ist im März dieses Jahres vermutlich, muss man sagen, aber es weist einiges darauf hin, von Polizeikräften der MUP-Polizei getötet worden. Er soll malträtiert worden sein, gefoltert worden sein und dann eben halt mehrere Tage später in den Kanal geschmissen worden sein in Banja Luka. Das ist in der Tat sehr außergewöhnlich, dass eine kleine Gruppe es schafft, trotz dieser Bedrohungssituation, die auch im Moment da ist. Er ist jetzt mit dem Tode bedroht worden bei einer Veranstaltung, dieser Vater, dass er es schafft, sozusagen diese Mobilisierung über 175 Tage hinzukriegen. Das ist für Bosnien enorm. Ja, das sehen wir zum Teil auch, wenn wir Veranstaltungen machen. Also manchmal kommen einige, manchmal kommen sie aber auch nicht. Aber dass dieser Vater es wirklich mit seiner kleinen Truppe schafft, seit 175 Tagen jeden Tag, ich glaube um 5 Uhr, auf diesem Marktplatz zu erscheinen und dieses Regime herauszufordern. Das ist in der Tat tatsächlich sehr bedeutsam, insbesondere auch vor den Wahlen jetzt. Es ist wirklich so, dass in der RS, wir haben es auch vorhin ja schon mal besprochen, also doch auch diese Bewegung ernst genommen wird von den politischen Machthabern. Man reagiert sehr nervös, Journalisten werden zusammengeschlagen, das heißt mit wirklich voller Brutalität wird da versucht, auch irgendwie Berichterstattung zu verhindern. Also insofern sind das auch natürlich, also aus unserer Sicht natürlich positive Entwicklungen für die Leute. Hingegen ist es einfach schwierig, sich zum Teil Gehör zu verschaffen, weil eben halt zum Teil die Medien eben, wie gesagt, auch eben halt sehr stark mit den Parteien, mit den regierenden Parteien verbunden sind, weil die Polizei Teil des Problems ist. Das ist ganz eindeutig, ja. Die Staatsanwaltschaft weigert sich zum Beispiel in diesem Falle Anklage zu erheben oder zumindest überhaupt vernünftige Ermittlungen in Gang zu bringen, weil sie am Anfang noch nicht mal einen Anfangsverdacht bestätigt sahen. Ich habe die Fotos von dem malträtierten Jungen, die sind leider nachher aus dem Internet verschwunden. Die kursierten 2 Tage lang auf Blogs. Ich habe die Fotos gesehen. Diese Version, diese offizielle Version, die da in Banja Luka irgendwie sozusagen von der Politik in Umgang gebracht, gesetzt wurde und auch von der Staatsanwaltschaft, dass dieser Junge gefallen sei und dadurch sozusagen ertrunken ist, ist wirklich grotesk. Also ein zugerichtetes, blutunterlaufenes Gesicht, das offenbar, diese Aufnahmen wurden offenbar im Umfeld dieser Obduktion dann gemacht und sind dann auch offenbar in irgendeiner Form durch Kanäle an die Öffentlichkeit gelangt. Also das heißt, das ist ein wirklich extremer Fall von Captured State, weil wir sehen, dass sozusagen die ganzen Institutionen, die eigentlich tätig werden müssten in so einem Fall, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Justiz in Gänze komplett auf der politischen Linie sind und das ist erstmal vertuschen, ignorieren. Das macht diese Gruppe so besonders, weil sie wirklich jetzt mit diesen 175 Tagen der Demonstration klar gemacht hat, wir lassen uns das nicht mehr gefallen und das ist unser Land, diese Botschaft war, das ist unser Land und wir möchten in einem Land leben, in dem unsere Kinder nicht einfach irgendwann im Kanal landen. Dazu vielleicht noch mal eine kleine Begebenheit. Ich war letztens in Srebrenica unterwegs und dieser Junge ist eben halt, war Student, hatte Rasta-Locken, also würde hier ganz gut nach Neukölln passen oder in die Hamburger Schanze, ein bisschen alternativer sozusagen vom Erscheinungsbild. Wäre hier im Grunde genommen wahrscheinlich, weil er auch ein Rapper war, sozusagen Teil einer alternativen Jugendkultur. Und ich habe mich mit einem Musiker aus Srebrenica letztens unterhalten.
unterhalten, als wir da waren, Ellen hier, unsere neue Vorstandsfrau, und der Junge erzählte, der ist auch so Mitte 20, hat auch Rasterlocken, so viele gibt es ja nicht in Bosnien davon, und hat er gesagt, in einem Café jüngst in Srebrenica wären Teile der Polizei gesessen, hätten Mittag gegessen und dann hätten die aus irgendeiner Begebenheit heraus sich auf einmal zu ihm umgedreht und hätten gesagt, du weißt ja, in Anspielung auf diese Rasterlocken, die eben halt der getötete David auch hat, du weißt ja sozusagen, was man mit Menschen wie dir macht, ihr landet alle im Kanal. Also so geht zum Teil die Polizei eben mit alternativen Kräften um, ja, deswegen ist die Frage nach dem Optimismus im Moment ein bisschen eine schwierige. Alle Leute, die im Grunde genommen versuchen sozusagen ein bisschen andere Lebensmodelle, liberale Lebensmodelle auch irgendwie zu propagieren und auch zu leben, denen wird das Leben sehr schwer gemacht. Ja, jetzt gucken Sie alle so betreten. Vielleicht können wir zum Schluss ja doch noch mal irgendwas finden, was Sie sonst noch interessiert. Vielleicht irgendwie auch aus Kroatien. Fragen, stellen Sie noch irgendwelche Fragen sonst? Ja, ja, Jutta muss auch lachen. Das, ja, da hinten ist noch ein Herr. Ja, Georg Bauer. Ich bin eigentlich aus Interesse da, weniger so stark jetzt mit dem politischen Hintergrund, eher sozusagen von Mechanismen. Ich habe jetzt sehr viel gehört quasi über die Narrative der Trennung. Und was mich irgendwie schon immer beschäftigt hat, quasi mit sozusagen mit den Balkankriegen, wie werden Narrative eigentlich der Entmischung überhaupt heutzutage in den Orten in den Ländern diskutiert oder der Entmischung, ja, also sozusagen der ethnischen, es wurde ja letztendlich beschrieben, man hatte einen Vorzustand, wo Familien in Liebe über Ethnien zusammengelebt hat, langjährig. Wie ist es möglich, dass sozusagen diese enge menschliche universalistischen Tendenzen auf einmal aufgelöst werden. Und der Hintergrund, deswegen waren das für mich eine super Veranstaltung, weil ich schöne Hinweise auch bekommen habe. Bei uns, also hier in Deutschland, sind ja ähnliche Tendenzen bezogen auf die Rechtsstaatlichkeit. Also wenn ich zum Beispiel dran denke, auch bei Verbrechen, ja, die begangen werden, wird jetzt zumindest medial, muss man oder wird auf einmal die Ethnie oder die Nationalität und so weiter auf einmal hingeschrieben. Und da sehe ich halt Tendenzen, dass es eben jetzt auf textueller Form in Narrativen, in tatsächlichen Narrativen, als in Erzählungen, wie die Gesellschaft oder wie man halt ständig erzählt und spricht und so weiter, sich selbst hier, oder nicht nur hier, sondern auch in Europa, auf einmal in zentrale demokratische Prinzipien genau diese Narrative der Entmischung und der Trennung einschreiben. Und das, dieses Gift sozusagen, und Sie haben ja sozusagen die Erfahrung, wie man sozusagen dem entgegenwirken kann, ja, natürlich. Vielleicht nochmal, das ist ja eine gute Frage, weil es gab natürlich in der Tat, also zur jugoslawischen Zeit, ja, irgendwie ganz viele Mischehen, ja, wie das immer so schön hieß, binationale Ehen. Sarje und vielleicht irgendwie Jutta, vielleicht könnt ihr dazu vielleicht nochmal was sagen. Das mutet von außen tatsächlich grotesk an. In einem multiethnischen Staat, ja, irgendwie, wo eben geheiratet wurde, wo eben halt auch diese Kinder ja dieser binationalen Ehen auch dann irgendwann etwas größer geworden sind. Aber wie lässt sich im Grunde genommen erklären, wunderbare Frage, ja, warum eigentlich dann sozusagen diese multiethnische Idee da so komplett zum Erliegen gekommen ist und so ausgelöscht werden konnte? Das passierte im Grunde genommen mit dem Zusammenbruch oder wegen des Zusammenbruchs Ex-Jugoslawiens.
Die Erwartung war nicht, man wird sich voneinander trennen. Es werden dann demokratische, liberale Staaten entstehen mit relativ entwickelten demokratischen Systemen. Das wichtigste Konzept war, sozusagen die Grenzen zu schließen, die eigene Entität, die eigene Nation stärken. Der Nationalismus war im Grunde genommen tatsächlich die treibende Kraft. Und dann kam es eben zu diesen Trennungen und zu diesen Teilungen. Und ein ganz schlechter Verbündeter in jeder Analyse sind Gefühle. Ständig darauf zu bestehen, dass die damalige Zeit eine goldene war. Nein, in vielen Aspekten gab es tatsächlich auch gute Entwicklung, aber es gab auch eine ganz schlechte Entwicklung. Jugoslawien war nie ein demokratisches Land, aber Jugoslawien hatte einen sehr hohen sozialökonomischen Standard. Und das muss man auch sehen. Und deswegen darf man auch die Vergangenheit nicht glorifizieren und dass die Vergangenheit irgendwie so wunderbar war, dass es so viele binationale Mischehen gab und so weiter und so fort. Man soll sich dann tatsächlich eben nicht etwas in die Tasche lügen, sondern man muss tatsächlich ganz real analysieren. Was ist passiert? Was ist passiert, ist Folgendes. Wir haben jetzt Nationalstaaten, ethnische Staaten, die jetzt im Grunde genommen keine liberalen Demokratien schaffen wollen. Sie wollen im Grunde genommen eine Degression. Sie versuchen eine Degression zu erreichen und keine Progression, keinen Fortschritt. Und das ist nicht nur in Kroatien passiert, das ist auch in vielen anderen Ländern passiert. Also wie sie in einem Rückschritt, in einer Regression begriffen. Also in einer Regression in die Vergangenheit, in einer Regression in einen vergangenen Nationalstaat. Und jetzt versucht man die ganze Zeit zu fragen, warum funktionieren die Sachen? Warum funktioniert die Polizei nicht, wie sie sollen? Warum funktioniert unser Justizwesen nicht, wie es soll? Und so weiter. Diese Fragen stellt man permanent. Aber wir haben ja, wie gesagt, die Wirklichkeit, wie sie ist. Das sind die korruptesten Staaten in Europa. Kroatien ist, wie gesagt, einer der korruptesten Staaten in der Europäischen Union. Also wirklich am unteren Ende der Rankingliste. Und wir fallen noch weiter. Ja, das heißt, wir müssen im Grunde genommen nicht irgendwie weiter suchen nach diesen Antworten. Natürlich wird dann die Polizei nicht ihre Arbeit machen und ihre Arbeit richtig machen, wenn wir in einem solchen Land leben. Wir hatten zum Beispiel in Kroatien gerade mal eine demokratisch gewählte Regierung gehabt und dann kam die Migrationskrise. Das ist für uns notabene wirklich keine echte Krise gewesen. Das war kein Problem für Kroatien. Und trotzdem war das ein Thema. Das sind sozusagen künstlich geschaffene Themen, künstlich geschaffene Situationen, die jetzt quasi einfach bemüht werden, ja, die Korruptheit. Der Staat ist ein viel größeres Problem. Damals, als die Sozialdemokraten an der Macht waren bei uns in Kroatien, hatten wir tatsächlich eben mehr Migranten als sonst. Wir hatten damals einen Innenminister, der eigentlich ein ganz guter Mensch war. Der hat versucht, den Menschen zu helfen, hat Babys sozusagen im Arm gehalten von Flüchtlingen und so weiter. Und dann gab es einen Regierungswechsel. Und jetzt haben wir quasi die Rechten an der Macht. Die sind zwar noch nicht so weit, dass sie irgendwelche Zäune bauen wie woanders, aber sie nehmen sich immer noch als eine Art Bollwerk des Christentums wahr. Und das heißt, man muss tatsächlich jetzt sich die Frage stellen, was sind die reellen Gegebenheiten? Warum ist es so, dass damals die Polizei anders reagiert hat als heute? Das waren damals auch keine anderen Menschen. Es geht nicht um Personen, sondern es geht darum, dass irgendjemand ihnen diese Anweisung gegeben hat. Und dann machen die das halt. Dann behandeln sie die Migranten so, wie sie behandeln. Bis zum letzten Unteroffizier. Das heißt, das ist quasi wirklich ein Krebsgeschwür unserer Gesellschaften. Nochmal zur Anmerkung, weil Sie ja sagten, so wie haben Sie es geschafft? Im Grunde genommen ist es natürlich tatsächlich auch so, dass sozusagen die jüngeren Leute überhaupt gar keine sozusagen Kontakte mehr haben. In Sarajevo natürlich schon. Ansonsten haben wir ein absolut segregiertes Land. In der RRS gibt es einige wenige Kroaten, einige wenige Bosniaken, aber Tatsache ist, dass es im Grunde genommen das, was ja Ziel dieser Kriege war, ja, ethnisch reine Gebiete zu schaffen, dass das in irgendeiner Form leider funktioniert hat und in diesen Städten, wo das eben noch multiethnisch
ist, also wie in Stolarz oder in Prosorama oder in Mostar, gibt es eben genau diese Schulen unter, also zwei Schulen unter einem Dach, wo eben auch wieder genau das gemacht wird, segregiert. Ja, das heißt also, es ist ja nicht so, wenn das jetzt sozusagen darüber gekommen ist, natürlich ist die Bevölkerung im Grunde genommen, die auch dieses jugoslawische Prinzip kennt, dieses Miteinander, die erinnern sich auch an dieses Miteinander, an das Jugoslawische, und es wird auch, dem wird positiv gedacht. Aber die junge Generation kennt dieses Miteinander gar nicht, ja, und ist im Grunde genommen, das muss man leider sagen, leider in vielerlei Hinsicht radikaler in dieser Segregationshaltung, in dieser Abwehrhaltung, als die sozusagen die ältere Generation, die eben Jugoslawien noch erlebt hat. Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss noch etwas hinzufügen. Ja, das ist wirklich wahr, was Sie sagen. Aber egal, also auch wenn wir wirklich radikal sind und auch wenn man sozusagen dieses Miteinander nicht kennt, was unsere Eltern ja noch gekannt haben, sehr, sehr viele junge Menschen, es gibt auch immer noch viele, viele junge Menschen, die tatsächlich auch sehr radikal sind, die deren Wunsch nicht segregiert zu werden. Wir hatten zum Beispiel Beispiele in bestimmten Schulen von sehr jungen Schülerinnen und Schülern, die darauf bestanden haben, nicht segregiert zu werden, dass sie zusammen in dieselbe Klasse gehen wollten. Also solche Beispiele gibt es. Ich finde es wirklich toll, wenn es auch solche übernationalen Freundschaften gibt, wenn zum Beispiel ein Mensch aus Deutschland eine Freundschaft schließt mit jemandem aus Bosnien. Das ist toll. Und ich freue mich immer darüber. Ja, ich würde Ihnen auch sehr, sehr gerne eine positivere Antwort geben. Und ich liebe mein Land. Ich bin auf eine Art und Weise auch ein Patriot. Und deswegen versuche ich auch etwas zu ändern. Und deswegen schreibe ich Bücher. Und deswegen habe ich ständig Fernsehauftritte. Und deswegen habe ich auch so viele Feinde sozusagen um mich herum geschaffen. Aber Bosnien in der Herzegowina ist tatsächlich ein sehr gutes und ein ganz schlimmes Land zugleich. Sie haben sozusagen die bessere Seite unseres Landes kennengelernt, auf die ich auch stolz bin. Aber es gibt eben auch diese andere Seite. Und der andere Herr, ich habe jetzt vergessen, wie der heißt, Herr Bauer, glaube ich, er fragte, wie kann überhaupt sowas passieren, dieses Narrativ der Entmischung? Ja, weil Kinder mit diesen Ethnonarrativen und Hassnarrativen in ihrer Familie aufwachsen. Warum? Weil es zu Vergewaltigungen kam, weil Menschen sozusagen die Töchter ihrer Nachbarn vergewaltigt haben, weil so viel Blut geflossen ist. Das heißt, dieses Blut verhindert letzten Endes quasi das Aufleben des alten Miteinanders. Und diese Narrative, diese Kriegsnarrative, diese Narrative der Teilung bekommt man mit sozusagen in der Wiege, in der Familie, in der Grundschule, in der weiterführenden Schule und so weiter oder später im Fernsehen. Sobald man sozusagen überhaupt lesen und schreiben kann, wird man mit diesen Narrativen konfrontiert. Und wir haben ja auch sozusagen Intellektuelle, wir haben ja auch Menschen sozusagen, die auch wirklich lesen können, die gebildet sind, und trotzdem bedienen sie quasi diese ethnonationalen Narrative. Das sind Professoren, die genau denselben Titel haben wie ich, auch einen Doktortitel. Und trotzdem, wie gesagt, benehmen sie sich sozusagen ganz anders als ich. Und wenn dann ein junger Mensch, quasi ein Professor, erlebt, der diese Narrative propagiert, dann denkt er, ja, dann muss es ja richtig sein, wenn es von ihm stammt. Wo wir eben auch versuchen, sozusagen junge Leute mit anderen Narrativen, ja, irgendwie halt zu beglücken, auch mit Philosophie, also mit wirklich anderen Inhalten, weil das einfach tatsächlich fehlt. Und ich meine, wo natürlich der Input fehlt, wo man immer nur Ethnonationalismus vernimmt, da kommt auch am Ende natürlich irgendwie Ethnonationalismus raus. Das ist leider so. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass das, was nicht nur unsere Stiftung macht, aber andere ja auch, wirklich in diesem Bildungssektor aktiv werden, um tatsächlich irgendwie diesen jungen Leuten zu zeigen, es gibt noch was anderes als Ethnonationalismus. Tatsache ist natürlich, dass das auch gerade eben halt diese Demokratisierung oder auch wirtschaftliche Entwicklung dieser Region extrem hemmt. Bosnien
hat in ganz vielen Disziplinen, wir haben letztens irgendwie ein kleines Paper hier aufgestellt, wirklich verloren im Weltmaßstab. Also Albanien ist an Bosnien-Herzegowina vorbeigezogen, weil eben bestimmte Reformprozesse auf kleinstem Niveau, aber immerhin zum Beispiel im Justizsektor angeschoben werden etwas. Ja. Also und das muss man eben halt sehen. Das ist auch das natürlich, was die Leute sehen. Am Ende funktioniert es aber auch das, was Sie vorhin fragten, über Angst, ja, über dieses Angstparadigma. Wir müssen sozusagen Angst haben, wenn wir nicht sozusagen für unsere ethnisch-politischen Vertreter votieren. Über Angst können sie tatsächlich eine Bevölkerung in diesem Alarmzustand halten, und das funktioniert ja eben halt sehr wunderbar, leider seit 23 Jahren. Ja, wir müssen leider zum Ende kommen. Jetzt noch eine letzte Anmerkung von der Dame in der ersten Reihe. Ich habe eine Frage eigentlich an alle drei Teilnehmerinnen. Und zwar, ich habe bis vor 10 Jahren selber 15 Jahre in Serbien und Kroatien gelebt und hatte sehr viel mit den NGOs zu tun. Wie ist eigentlich der Stand jetzt? Also... vielleicht mal ganz kurz, das ist eine weitere abendfüllende Veranstaltung. Vielleicht haben Sie einfach ein Stichwort noch, welcher Fokus Sie interessieren würde? Also ich würde mich dafür interessieren, wie ist die Situation für NGOs überhaupt zu arbeiten? Ja, okay. Gut, ich weiß nicht, ob das überhaupt Sarje, weiß ich nicht, traut sich das einer zu von Ihnen? Ich meine, das ist eigentlich unser Gebiet. Dürja, weiß ich nicht, ob Sie dazu was sagen wollen. Das ist eigentlich natürlich, das sind unsere Partner, ja, NGOs. Wir sehen, dass wir da eigentlich natürlich irgendwie ganz gut arbeiten können in Bosnien, Mazedonien. Kroatien haben wir kein Büro mehr, weil wir auch gedacht haben, es ist dann mit der EU-Mitgliedschaft gegessen, was sich leider auch als Fehler dann irgendwie halt dargestellt hat für uns, weil wir eben sehen, dass Demokratisierungsprozesse mitunter dann doch irgendwie halt reversibel sind und nicht mehr irreversibel. Das sehen wir ja an vielen neuen EU-Mitgliedsländern. Was man beobachten muss, ist tatsächlich, dass Journalisten bedroht werden. Ganz extrem im Moment in diesem Jahr in Bosnien-Herzegowina. Davon sind auch einige von unseren Partnern oder Partnerinnen betroffen, die eben halt auch sozusagen Medienprojekte betreiben, die eben halt eigene Plattformen betreiben, weil wir das mit diesem Gegennarrativen eben sehr stark aktiv betreiben und unterstützen. Und ansonsten, gut, können Sie eigentlich zu allem arbeiten. Das Grundproblem in Bosnien ist ja auch ein bisschen, es ist sozusagen das Land der ausgebliebenen Reaktionen. Selbst wenn wir größte Skandale aufdecken, wir haben vor 2 Jahren zum Beispiel eine App entwickeln lassen zum Thema zur Smog-Situation in Bosnien, die wirklich unglaublich hoch ist, was eigentlich irgendwie bis dahin keiner wusste. Die Mortalitätsrate in Bosnien in Bezug auf die Luftverschmutzung liegt weltweit an zweiter Stelle hinter Nordkorea. Ja. Wir haben höhere Werte in Teilen im Winter als China, was man nicht glaubt mit dieser Millionenmetropole. Und wir haben in Sarajevo vielleicht, wenn es hochkommt, vielleicht noch 350.000 Einwohner. Das heißt, und es hat aber keine Konsequenzen, weil diese NGOs nicht durchdringen. Ja. Die Medien berichten zwar darüber, aber eher so nach dem Motto, aha, das sind schon die wieder, irgendwie, die uns hier permanent irgendwie halt irgendwie ans Bein pinkeln. Was wollt ihr denn eigentlich? Ist doch alles gut. Also das heißt, da kommt wieder dieses Captured State Phänomen zum Tragen, dass eben man auch, wenn man als NGO sehr professionell arbeitet, mitunter aber keinen Aktionsradius entwickeln kann, wo das dann tatsächlich auch Auswirkungen haben könnte. Ich glaube, auch der politische Rücktritt, ich weiß nicht, Sarje, vielleicht können Sie dazu was sagen, die Disziplin des politischen Rücktritts, um sozusagen Verantwortung, Odgovornost, zu übernehmen, ist in der Region überhaupt so gut wie nicht vertreten und implementiert. Nein, das gibt's nicht. Ohne dass es irgendeine Konsequenz hat.
Ja, jetzt eben doch nochmal der Versuch, das zu einem Ende zu bringen. Ich finde es wunderbar, dass Sie hier so lange mit uns ausgehalten haben, mir länger als 2 Stunden diskutiert haben. Ich freue mich ganz besonders, weil dieses Thema eben halt kein leichtes ist. Narrative ist ja doch irgendwie halt ein bisschen etwas Abstraktes. Ja, was wir festgestellt haben, dass es alles Leitmotive sind, die dazu angetan sind, dass sie letztendlich Macht zementieren, ja. Dass Macht ausgeübt wird über Menschen, dass auch Demokratisierung und Liberalisierung damit verhindert wird. Und das ist eben halt leider ein sehr aktuelles Thema in diesen Ländern. Wir müssen sagen, dass dieser Opferstatus, den wir vorhin diskutiert haben, natürlich auch weltweit, und Giorgia hat es ja auch angesprochen, natürlich in anderen Kontexten sehr stark im Moment gebraucht wird. Also wenn wir uns die Debatte zum Beispiel angucken, die die AfD hier führt, ja, in einem Land, wo wir mit 3% so gut wie Vollbeschäftigung haben, wo aber permanent suggeriert wird, Deutschland ist dem Untergang nahe, dann sind das natürlich auch Narrative, die verfangen und die eben ganz stark auch mit diesem Opferstatus spielen. Ja? Deutschland sozusagen als Opfer einer überbordenden Migration, die wir gar nicht haben. Seit 2015 gehen die Zahlen zurück. Also am Anfang hatte ich gesagt, Narrative sind auch immer problematisch, weil sie eben mit den Fakten sehr wenig zu tun haben. Wir haben das heute auf unserer Konferenz ja auch nochmal besprochen. Wenn man die tatsächlichen Fakten gegenüberstellt, wie zum Beispiel die Deutschen im Moment, nicht nur die Deutschen, aber auch die Migranten, die hier in Deutschland leben, gegenüber Migration eingestellt sind, dann bewegen wir uns in einem Level, wo alle eigentlich, egal woher sie herkommen, ob in Deutschland geboren oder aus anderen Herkunftsländern, immer in einem Bereich 60-70% eine sehr positive Bewertung von Migration in Deutschland haben. Die AfD behauptet permanent das Gegenteil. Also diese Opfernarrative, die wir hier besprochen haben, die greifen auch hier in Deutschland. Das haben wir natürlich nicht nur in der Region, um die wir uns heute irgendwie hier insbesondere irgendwie gekümmert haben. Wir haben sie auch, wir sehen das, wie Mr. Trump argumentiert, ja, irgendwie die USA sozusagen als permanentes Opfer, und deswegen gibt es jetzt America First. Also das sind sehr, sehr aktuelle Narrative, die eben halt auch weltweit leider eine Konjunktur erleben, auf Kosten einer ernsthaften Politik, muss man sagen, und leider auch auf Kosten einiger sozusagen marginalisierter Gruppen. Ja, wir hoffen, dass wir heute ein wenig dazu beitragen konnten, berichten in unseren Ländern hier, und umso mehr freut es mich, dass wir diese komplexen Sachverhalte hier heute irgendwie aus verschiedenen Perspektiven heraus diskutieren konnten und auch ein wenig zur Versachlichung beitragen konnten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen, die hier aus der Region gekommen sind. Ich hoffe, vielleicht Dankeschön. Danke.